Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Neverwinter. Heute spiele ich wieder mit dem Narunes zusammen, das heißt bei ihm. Dementsprechend sind wir heute wieder ohne Kamera hier unterwegs. Hallo Narunes. Hallo. So, wir wollen die Quest machen, oder vielmehr das Kapitel 1 von Angriff bei Dämmerung heute. Ja, wir müssten jetzt erstmal mit dem Garrett Chandler sprechen. Ich spiele wie immer den Hexenmeister und der Narune spielt. Spielst du heute? Dem Paladin. Heute den Paladin, okay. Ja, wir hatten ja auch schon den Zweihand, ne? Zweihand hat es ja auch Zwei schon. Hände hatten wir auch, ja. Genau. Naja, aber diesmal Paladin. Okay, ja, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los und hauen mal mit dem Paladin rein. Nicht wundern, ich habe heute keine Alerts aktiv hier, also. Wenn dann mal irgendjemand was drückt, das kriegt man dann jetzt nicht so mit. Aber ihr könnt gerne im Chat schreiben. Das kriege ich natürlich alles hier angezeigt. So, wie gesagt, auf geht's. Ich danke den Göttern, dass ihr hier seid. Die Drow, Dunkelelfen, sie griffen uns letzte Nacht im Schutz der Dunkelheit an. Meine Familie, sie sind alle tot. Ich habe die Windmühle in Brand gesteckt, um so einen Hilferuf abzusetzen. Anschließend habe ich mich die ganze Zeit versteckt. Ach so, du hast das Ding kaputt gemacht. Böser, böser Mann. Also, der hat eben hier Windmühle angezündet. Was? Warum macht er Unglaublich. sowas? Dreht die sich schneller dann, oder? Er wollte auf sich aufmerksam machen. Große Oder? Fackel. Wollt zum Leuchtturm bauen, ne? Ja, genau. Könnt ihr euch bewegen? Na gut. Ich denke, das geht. Ich weiß nicht, warum sie unseren kleinen Bauernhof angegriffen haben. Ich bitte euch, ihr müsst diese Drow aufhalten. Für meinen Hof und für meine Familie ist es zu spät. Aber ihr könnt verhindern, dass sie weitere Bauernhöfe angreifen. Wenn die auch alles selber kaputt machen, dann ist es ja für die einfach, ne? So, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, die Gruppe der Drow besiegen, die den Bauernhof umzingelt. Dann schauen wir mal, was hier so umzingelt. Ist mein Heiler denn da? Was ist da? So, da Komm sind zu sie zum mir, Beispiel. kleine Beute. Er greift dir schon mal an. Also, die schon dabei. Ja, natürlich. Lass mir was üben, Alter. Lass mir was üben. Geh den Weg. Ich glaube, du musst deinen Heiler noch aktivieren. Kann er nicht? Ist er schon wieder da? Wieso, das ist doch hier. Ich habe doch den Heiler. Wo ist er denn? Mein Heiler. Mein Heiler ist echt der Heuler. Warte mal, warum, wieso rennt hier Freddy rum? Hallo? Warte mal eben. Gefährten. Ich dachte, ich hätte den Heiler rausgeholt hier. Ja, mach mal. Ausbildung beginnen. Passiv zuteilen. Ne, der ist da. Guck mal. Der müsste da sein. Ruft immer. Ah, nee, ich musste ihn rufen. Da ist er, ich hab ihn. Ich hab ihn. So, Sehr schön. jetzt haben wir es. Jetzt werde ich auch geheilt hier. Da muss man ja hin. Hier hin, okay. Alle platt machen, die hier den Hof belagern. Kein Problem. Ich Komm denke zu nicht. mir, kleine Beute. Kleine Beute. Ah! Wir haben Ahnung, wa? Was wirft er denn da? Der wirft mit irgendwas. Wahrscheinlich mit Flaschen oder so. Ach, da müssen wir jetzt hin. Da lang. Und dann durch diese Tür. Ups. Ja, geh du mal gucken, ob was passiert. Geh mal vor. Geh mal vor. Hexmeister, geh mal vor. Ja, ich bin tot. Dann komm ich auch. Ich zucke noch. Ah, guck mal, ich kann hier noch mal beten. Juhu. Oh ja, beten ist eine Idee. Ja. Das ist eine Idee, Mama. Ja, ne, fand ich auch. Ich kann ja auch direkt mit den Segen noch mal einschmeißen hier. So. Zong, yeah. Hier geht's runter.
Hallo Mädels. Ein Leckerbissen. Naja. Ja, wir sind nett, aber warum haut ihr uns? Nett? Hat er gesagt, ein netter Besuch. Echt? Ich hab verstanden, ein Leckerbissen. Hm. Oh, irgendwas habe ich gemacht. Oh oh. Was passiert? Ein Vampir-Draw. Oha, ja, lass mal durch die Tür gehen hier, gucken. Ja, geh mal. Ich darf wieder vorgehen. Oh. Hallo, hallo, hallo. Gibt's hier Vampire? Die was? Meister-Vampir der Draw. Was ein Klischee. Fette Zähne und rote Augen. Zu geil. Komm zu mir, kleine Beute. Kleine Beute? Mhm. Oh. Der Mann hat einen roten Radius. Na gut, machen wir mal ein bisschen Aua hier. Boah, der haut ja richtig rein. Kleiner. Halt der gut? Ja, ne? Ja, halt gut. Ja. Der ist ja noch relativ klein, aber der halt schon gut, denke ich mal. Oh. Ich habe den, habe ich nämlich jetzt neuen Heiler. Schwarze Perle. Und wo sind sie? Oh. Nee, das war schon, glaube ich, ne? Sauernhaus verlassen. Okay. Ja. Das war's hier. Wir haben den Meister, der Meisterspion, wollte ich gerade sagen. Den Meistervampir haben wir geplättet. So, jetzt geht's nach Drought Lagoon. Nee, genau, was? Drought Lagoon. Zeit für eure Medizin. Huch. Der sieht ja lustig aus. Der sieht aus wie mein Freddy. Ne? Wer seid ihr und was treibt ihr hier? Guck mal, auf die Handschuhe. Ich bin Quint. Ihr habt die Dunkelelfen besiegt. Gut so. Ich werde hier noch einmal alles absuchen, nachdem ihr gegangen seid. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wenn ihr noch mehr von denen seht, lasst es mich wissen. Ja, machen wir. Machen wir doch glatt. Dann sagen wir dir Bescheid, dann kannst du noch ein bisschen hier, ne, reinhauen. Ach, der macht doch sowieso nichts, oder? Also gut, dann schauen wir doch mal. Okay. Abgeschlossen. Ja. Jetzt sollen wir zu Hauptmann Belgold zurückkehren, okay? Welcher sich wo befindet? Hier drin, ne? Dann lass uns mal da rein. Ich kann mich daran entsinnen, dass die Karre eigentlich weiter weggestanden hat. Aber das ist bei Instanzen so, ne? Hat die weiter weggestanden? Weiß ich jetzt nicht. Wir sind den ganzen Weg da runtergelaufen. Am Anfang. Haben extra vorgeschoben. Jo, ist hinterhergelaufen. Damit sie nicht so weit rennen muss. Heute back ich, morgen brauche ich. Wo geht's denn lang? Kann das sein, dass sie wieder die Quest irgendwie rausgeschmissen hat? Der ist ja hier vorne. Wo denn? Da. Stimmt, da ist der Belgott. Das ist ja der auf dem Pferd. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Garrett Chandler kam gerade rein. Er sagte, sie seien von Drow angegriffen worden. Und ihr sagtet, es seien Drow-Vampire? Großartig. Das Letzte, was wir momentan gebrauchen können, ist eine Vampirplage. Und dieser Puent, den ihr erwähnt habt, kommt mir verdächtig vor. Vielleicht hat er mit all dem zu tun. Ich werde meine Späher anweisen, nach ihm Ausschau zu halten.
Wenn er so aussieht, wie ihr ihn beschrieben habt, werden sie ihn schnell finden. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. So, dann geht's weiter. Kapitel 2, der Quent. Einer meiner Kundschafter kam gerade mit sehr aufschlussreichen Informationen aus dem Neverwinterwald zurück. Dort sind seit kurzem mehrere Lager der Ashmadai zu finden. Zum Glück hat Quent diese Lager angegriffen. Hatten wir da auch schon mal. Mein Kundschafter glaubt, dass Quent nach etwas Speziellem sucht. Ja. Wir kennen den Standort des letzten Lagers und ich wette, dass der Zwerg sich dort durchprügelt. Besiegt die Ashmadai dort und versucht etwas über die Verbindung zwischen Quent und den Vampir-Drow herauszubekommen. Na gut, dann machen wir das mal. So, allerdings muss ich jetzt erstmal die Quest neu einloggen, richtig? Oder kommt die wieder automatisch? Wenn wir da sind. So, wir sollten nach Charandane. Lager der Ashmadai sollen wir hin, ne? Genau. Und dann gehen wir da mal hin. Ich bin doch da. Was, wo? Gruppe vorsammeln. Ach, mich hat er ein ganz anderes Ding gesetzt. Ja, wieder. Was macht er denn sowas? Gute Frage. Warte mal, ich probiere mal runter. Warte mal. Ja, manchmal ist Neverwinter ein wenig merkwürdig. Wollte ich mal so sagen. Weil wir sind ja in der Gruppe. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie die Gruppe getrennt hätten, ne? Das kann sein, wenn wir zur gleichen Zeit am Porten waren, dass er eventuell da irgendwie durcheinander gekommen ist. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Wenn, dann müsste ja jetzt... Müsste es jetzt eigentlich bei mir ankommen, richtig? Eigentlich genau vor meiner Nase auftauchen, richtig? Ja. Und dann direkt wieder vom Tor eingesaugt werden. Na? Da ist er. Da ist er. Guck mal. Bin in 3 Sekunden aktiviert. Passt. Und wieder weg. Ich will mal porten. Was haben Sie gesehen vom Spiel? Den Portball. Ja, die Portscreen, genau. Den Ach, das ist mein Kleiner ist das hier, der das immer sagt, heute backe ich, morgen brauche ich. Ich dachte, das wäre ein Alchemist und kein Bäcker. Huch. Ah, ihr habt es geschafft. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr hier auftaucht. Ihr scheint mir nicht einer zu sein, der sich einen guten Kampf entgehen ließe. Ich habe einige Nachforschungen über eine Art dunkle Magie angestellt. Erinnert ihr euch an die Vampir-Drow auf dem Bauernhof? Sie werden von den Ashmadai in diesen Lagern kontrolliert. Guck mal, der hat auch rote Augen. Der hat auch rote Augen gemacht. Das ist bestimmt auch so ein Vampir. Der verarscht uns immer. Mit Sicherheit. Dann schubst mal der Tor mal weg hier. Mal kommen sie schon an. Mit leuchtenden Händen hier. Bin da. Mach sie nieder. Mähe sie nieder. Denn zu lachen. Huch, da ist ja noch einer. Was haben die denn? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Die haben eine Lache, ey. Alter, was? Was gibt's denn hier? Nix eigentlich. Nur ein Lagerfeuerchen. Lagerfeuer, ich dachte. So zielstrebig dahin gewetzt bist, dachte ich. Ich dachte, ich guck mal. So. Wärme mir die Füße. Boshafte Verbreitung! Für meinen König! Oh, Backe. Ja,
da ist er. Guck mal, der Höllenhexenmeister. Guck mal, ich bin auch ein Hexenmeister, ein Kollege. Hä? Ach so, ihr seid da auch. Das ist ein Kollege, hör mal. Der weiß das noch nicht. Aber das sagt doch. So. Irgendwie schaffe ich das immer, dich anzuklicken. Obwohl ich weit weg bin. Ja, das ist echt kurios, ne? Oh, was hat der denn? Problem mit den Stimmbändern. Oh, so, weiter. Da sind wir. Ja, richtig. Nämlich mit uns. Ja, wo sind sie? Ich glaube tot. Und die anderen weggelaufen. Tja, dann. Gehen wir mal hier hinten schauen. Du. Hast du vor, irgendwas weiteres zu machen, dass du reitest? Ja, sah so weit aus. Reit hier fast umsonst bemüht. Och, guck mal. Schmusi. Ey. Versucht den gerade zu verfluchen. Ah, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat er funktioniert. Habe ich den gerade wahrscheinlich nicht so im Visier gehabt. Da stehen auch noch welche rum. Ist dir mal aufgefallen, dass die meisten uns anzünden wollen hier? Mhm. Brennt mit mir. Voll die Pyromanen hier. Sag mal, brenn nur alleine. Ja. Ungefähr. Und wenn schon heißt, das brennt für mich. Kein Schritt weiter, Zwerg! Was, Zwerg? Wo sieht der denn Zwerg? Eure Vampirlateien können euch jetzt der auch nicht mehr ist auch dabei. Candelaria zahlt ein gutes Kopfgeld für euch. Hm. Tja. Klären wir die mal was mit komischen Menschen in Blechbüchsen passiert, die große Klappe haben. Ne? Mal sehen. Abgehauen. Ist er wieder weg? Einer ist abgehauen, der ist tot. Aber hier, ja. Sagen, hier, hier, sagen, hier, da, guck mal. Da ist er. Da hockt die Magie dieses kleinen Teufels schmerzt ganz schön. Aber ich glaube, sie lässt bereits nach. Wer? Ja. Noch nie gehört. Das könnte der Name dieser stinkenden Magierin sein, für die dieser Narr gearbeitet hat. Das zahle ich dieser Geliebten eines Goblins heim, wenn ich sie erwische. Mann, die Geliebte eines Goblins? Woher soll ich das wissen? Dieser stinkende, tollliebende Sohn eines Ogers weiß doch gar nichts über mich. Ich gehe jetzt nach Hause. Besucht mich doch mal in Gauntlegrim. Der ist mir nicht geheuer, ich sag's dir so. Der ist mir nicht geheuer. Den mag ich nicht. Ne? So, wir müssen wieder hier mit der Kutsche fahren. Kommt? Ja, ne? Ne, ich warte, bis du geportet bist, damit ich gleich direkt richtig... Ach so, du, ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil Neverwinter verhält sich heute beim Port etwas merkwürdig. Das schlägt auf den Magen. Echt? Meine Güte.
Der arme Magen, der kann was vertragen. Ja. Würde ich mal sagen. Wo sind wir denn? Ach, wir sind schon wieder hier zurück. Ach mein Gott. Ich dachte, das geht noch woanders hin. Dann wollen wir wieder. Herr Bellwold. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Wie seltsam. Anscheinend ist an dieser Geschichte mehr dran, als wir zunächst gedacht hatten. Die Ashmadai kontrollierten die Drow-Vampire. Und Puent versuchte, sie aufzuhalten. Aber warum? Puent muss eine Verbindung zum Angriff der Drow-Vampire auf den Hof der Chandlers haben. Wir müssen mehr über diesen Zwerg herausfinden. Ich sende ein paar Späher aus, damit sie seinen neuen Aufenthaltsort finden. Wenn es stimmt, was ihr sagt, erwartet er euch vielleicht in Gondelgrim. Ja, also bis dato hat das ja gepasst mit seinen Aussagen, ne? Der Zugexperte. Hallo, wie geht es dir? Ja, dann ab ins Kapitel 3, ne? Der Thron der Zwergengötter. Ja, wie versprochen habe ich in den letzten Tagen ein paar Kundschafter rausgeschickt, um diesen Zwerg zu finden. Und natürlich haben wir ihn gefunden. Nahe den Ruinen von Gondelgrim. Wir müssen mehr über ihn erfahren. Er könnte Neverwinter zur Gefahr werden, wenn er jetzt Sache mit den Drow macht. Findet ihn und bringt in Erfahrung, was er weiß. Ja, Sir. Wir werden. Ja. Du hast die Quest jetzt auch gleich gekriegt, oder? Ne, ich glaube, ich krieg die erst, wenn du aufmachst den Port. Ach so. Gut, dann versuchen sie. Du bist auf jeden Fall, ich stehe auf jeden Fall in derselben Instanz hier jetzt. Das passt auf jeden Fall schon mal. So. Okay, dann Tunnel von Gartogrim. Auf geht's. Ja, passt. Ja, perfekto. Das geht doch. Das heißt, du nimmst quasi die ganze Zeit an meiner Quest teil. Nee, ich habe die schon fertig, habe ich gesehen gerade. Ah, deswegen, okay. Ja, das ist gut, das erklärt es dann. Ja. Ich hoffe, es langweilt dich nicht zu sehr. Nö. Das wusste ich natürlich nicht. Wusstest du ja selbst nicht. Nö. Wusste ich nicht. Verbrennt den Herrn! Da, mit dem hätte ich noch nicht gehabt, aber da war ich doch ein bisschen schneller. Ist auch egal. Ich hab, Ach, die Punkte kannst du bestimmt gebrauchen. Außerdem mit den ganzen Teilen hier aufgesammelt, die man auch sammeln kann teilweise, gibt es ja auch schon wieder. Ja, geht ja eigentlich nur noch über die Veredelungspunkte. Ja, da braucht man nicht. Aber hier fällt irgendwie kaum was, ne? Ich habe gerade schon ordentlich eingesammelt. Ja, als wir da, ja, gut. Obwohl, jetzt auch wieder, ne? Gold? Ja, sag ich doch. Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Der Helm! Wo ist der verdammte Helm? Pass auf. Ihn gestohlen haben. Ich werde diese Söhne von Orks mit ihren Schweinenasen umbringen, die ihn gestohlen haben. Ich bringe sie um, bis sie alle tot sind. Ich bringe sie um, bis sie alle tot sind. Ja. Das soll so sein. Hat Sinn, ja. Ich sollte darauf aufpassen. Wenn er vorher aufhört, sind sie ja nicht tot. Ich beschütze das Grab von König Brunor Bethlehemmer, meinem König. Nun wisst ihr es. Ich hole mir den Helm zurück. Kommt ihr mit? Ihr könnt doch kämpfen, oder? Ja, aber fuchtel nicht so viel mit deinen Scheren darum, ey. Nachher stichst du dir noch ein Auge aus. Alter. Das sind Handschuhe, ne? Und wenn du mit sowas hier durch die Stadt läufst, bist du sofort verhaftet. Hallo. Brenn doch selber. Brenn vor, ich brenne nach. Er bekommt das Wort vorglühen eine ganz andere Bedeutung, ne? Ja, ich da weiß ich. Kommt hier noch was? Ah. Ja, wenn du durch die roten Dinger durchkommst, dann
Ja gut, wir müssen ja durch die roten Dinger laut Questbeschreibung. Nö, kannst auch dran vorbeirennen. Wäre langweilig. Ist ja nichts zu killen da dann. Was drüber? Ja. Schalte ich mal stumm. Da, yeah. Was? Den. Für dich. Wie? War ich nicht stumm? Du bist mit dem Bild gerannt. Das geht auch andersrum. Na sowas. Aber da, der will reden. Der da liegt. Sprich mal. Dann machen wir mal. Oh, was? Ach so. Der redet nicht mit jedem. Hier. Da ist er. Ha? Diese Golems? Die sollen eigentlich Gorgelgrim vor jenen schützen, die es nicht wert sind, es zu betreten. Bruno und ich sind der Meinung, dass sie von Moradin persönlich erschaffen wurden. Aber wie ihr seht, werden sie auch nicht jünger. Wenn dies alles vorbei ist, muss ich mir überlegen, wie ich sie reparieren kann. Hm? Wer will er reparieren? Achso. Oh, nicht schlecht. Golems reparieren. Ein Golem-Reparaturteam gibt das hier. Bei links schon war tot rum. Komm zu mir, kleine Beute. Ich bin nicht klein. Das wirkt nur so mit den Schuhen. Mal hier. Ich sag jetzt nicht, wie sich das anhört. Ja, weiter geht's. Da liegt was? Was liegt da? Warum liegt das da? Kannst nichts mitmachen, ne? Kannst dich anklicken, gar nichts. Nö, die liegen einfach nur da rum. Wer weiß, vielleicht müssen wir die auf dem Rückweg einsammeln oder so. Damit er sie reparieren kann. Da sind doch die Konstrukte von dem. Sollen wir da durchlaufen? Ja, ja klar, nimm mit hier. Komm, nimm mal alles mit. Lass uns mal hier so ein paar mitnehmen. Hier noch ein. Hier und hier. Ich nehme dann den hier auch noch mit. Hier. Genau. So, alle zusammen hier. Komm, zack. So. Oh, stehen lassen. Oh, Tatsache. Wir haben doch was vergessen. Da wartet noch jemand auf seine Niederlage. Unglaublich. Wer denn? Jetzt haben wir sie im Sack, wenn man so schön sagt. Was? Ach da? Sagen, da war noch was. Nein, ich sag jetzt nicht, wie sich das anhört. Mm-mm. So. Kann ich wieder beten? Glaube nicht. Nee, noch fünf Minuten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oha. Ja, schön. Dann jetzt müssen wir uns den Weg zum Thronsaal freikämpfen. Ich glaube, dass ich etwas habe, das euch gehört. Guck mal, die hat das Omen. Ich schicke euch in die neuen Höhen. Auf den Stirn. Nein, Friend. Ich glaube, du wirst diesen aufdringlichen Abenteurer töten. Och. Ach, siehst du doch. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ich wusste, der ist manipulierbar. Müssen wir den jetzt wirklich killen? Können wir nicht aufwecken oder so? Hätte doch mal was, oder? Irgendwie ist der immun.
Ja. Hier, glaube ich, rein in den Ring. Komm mal hier. Bring ihn mal mit. Also, mitkommen hier. Bring ihn mal mit, bitte. Ah, jetzt. Ja, hier sowas ähnliches dachte ich mir. Irgendwas muss es ja geben. Oh, guck mal, Fledermann. Da ist der Ring. Nee, das warst du. Da hinten ist der Ring. Ach, hier. Wo? Hier. Ah. In der Ecke. Komm mit. Ab in die Ecke. Ja, ja. Angeknallt. Ey. Hä? Schon wieder nicht? Ja, weggeportet. Was? Rechts ist der Ring. Ja, Mann, schon wieder. Komm. Ich kann ihn momentan nicht angreifen, warum nicht? So, jetzt ist er geläutert, ja? Na, guck mal. Ja, jetzt können wir wieder mit ihm reden. Ist das nicht schön? Ja, red mal. Sprich mal. Guck mal, sonst. Übrigens, du stirbst so nebenbei. Wolltest du ja nur so sagen. Nee, ich sag ja nur. Danke für den Tipp. Das war aber eine Heilung immer. Puent, du alter Narr. Da bekommst du eine einzige Aufgabe. Ein Trank. Und nicht mal nach dem Tod kriegst du es hin. Jawohl. Ich fiel in der Schlacht an der Seite meines Königs vor Jahrhunderten. Ein Vampir schnitt mir die Kehle durch. Aber er tötete mich nicht. Er machte mich zu einem von ihnen. Ein verfluchter Vampir. Der Vampir wollte, dass ich mich gegen meinen König wende. Ha, kein Fluch ist stark genug, dass ich nicht mehr meinem König dienen würde. Ich kämpfte gegen den Fluch an und gewann die Kontrolle über mich zurück. Dann fing ich an, Drow zu unterwerfen, damit sie als meine Gehilfen Gondelgrim schützen. Aber jetzt sind meine Gehilfen außer Kontrolle geraten. Das ist alles die Schuld dieser verfluchten Ashmadai und dieser tajanischen Hexe. Ich muss sie verfolgen. Der Helm, er ist meine heilige Aufgabe. Mein König, wenn ich den Helm nicht wiederbekomme, bin ich verloren. Siehst du? Ich wusste, mit den roten Augen, siehst du, das ist ein Vampir. Was würdet ihr tun? Ich gehört dazu. Ich habe viel nachgedacht und ich denke, Moradin hat meine Gebete erhört. Ich glaube, ich kann die Magie dieses Throns verwenden, mit Moradins Segen, um euch ein wenig Magie zukommen zu lassen. Dann seid ihr in der Lage, den Helm zu spüren. Und wenn ich die Dinge richtig verstehe, werdet ihr auch ein wenig meiner Kraft erhalten, wenn wir in seine Nähe kommen. Das könnte im Kampf recht hilfreich sein. Auch wenn ihr eigentlich nicht so aussieht, als bräuchtet ihr Hilfe. Hieß nicht auch so ein Typ hier mal Lord Helm oder so? Gute Frage. Ich meine, hier gab es auch noch jemanden, der hieß Helm. What? Sagen gibt's. Ja, wo geht's denn? Da geht's lang. Durch diese Tür. Schubs die mal auf. Ich geh mal vor. Geh mal vor, ich warte. Wenn da zufällig jemand sein sollte, der uns die Kehle durchschneiden will, sag ich nicht Bescheid. Sollst ja auch überrascht sein. Nee, ich bin nicht gerne überrascht. Schlägt auf den Magen. Nee, hier sind sie alle friedlich in Neverwinter. Attacke. Ich warte mal noch, bis du durch bist. Mit dem Herrn Belgold zu sprechen. Klingt irgendwie wie eine Margarine, ne? Belgold. Okay. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Immer vorsichtig. Ah, da ist er ja. So, dann können wir, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Puent ist also ein Vampir-Diener Moradins und er kommandiert eine Armee aus Drow-Vampiren, die nun aber außer Kontrolle geraten ist, was die Schuld der Ashmadai und einer tajanischen Magierin ist. Und um die Angelegenheit noch schlimmer zu machen, hat diese Magierin den Helm von Brunor Battlehammer gestohlen, einer Legende unter den Zwergen, und mit diesem Helm versucht sie nun, die Kontrolle über Puent zu erlangen. Also langweilig wird es wohl nie, wenn man mit euch Abenteurern zu tun hat, was? Ich werde meine Späher anweisen, nach weiteren Lagern der Ashmadai zu suchen. Diese Candelaria kann nicht weit weg sein. Das hat er irgendwie vortrefflich zusammengefasst, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Der Helm von Brunor Battlehammer. Unsere Späher haben die tajanische Magierin Candelaria gefunden. Sie hält sich auf Mount Hotenau versteckt. Ich werde ihr Versteck auf eurer Karte einzeichnen. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen, aber mein Platz ist hier in Neverwinter. Viel Glück und ich hoffe, dass Moradins Segen für euch kein Verfallsdatum hat. Ja, der hat nur keinen Bock, weißt du. Der hat bestimmt Angst. Ja, der muss... Eine Pfütze in der Rüstung hat er schon. Siehst du, da unten läuft's raus. Nur ganz gelb unterm Pferd. So, sind wir soweit? Aber sicher, da tritt man durch. Ja, wollen wir mal zum Versteck der Ashmadai. Almbacke. Hä? Ich kann wieder beten, warte mal. Ich will mal kurz ein Gebet loswerden hier. So. War schon wieder was gefunden, ja? Ja, ich kam da am Weg. So. Ja. Ist genug Grund, um sie anzuhalten. Standen da rum. Was stehen die auch da rum? Shadowfell. Noch selber. Lass mal Feuer. Was macht der? Sterben, du da. Sterben. Naja, aber was macht er angeblich? Er befehligt die Hölle? Ehrlich? Sehr vermessen, wa? Ja, ehrlich. Was sagt er? Ich hab dir mal was über den Kopf gemacht. Einen kleinen Fluch. Und weg ist es. Bums. Kommt man das so vor, oder ist das hier wirklich schwarz-weiß? Mehr oder weniger. Kommt es hier so? Ich glaube, haben wir seine Augen. Was? Kann ja nicht normal sein. Kommt mir so farblos vor hier. Farblos in der Winter. Hey. Hol den Schwarz-Weiß-Fernseher raus. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte schon wieder stumm schalten. Es ist irgendwie komisch, da hochzukommen, ne? Was ist denn hier? Oh, der Bosskampf. Ja, aber zügig. Wie jetzt schon? Ah, der Abenteurer lebt. Ach, die schon wieder. Wie schade. Das Omen ist wieder da. Nun muss ich mir die Hände schmutzig machen. Ach, benutzt du doch gar nicht. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Was hat sie denn? Hat einen Stab. Typisch wieder. Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewinnen könnt? Klar. Sonst wären wir nicht hier. Hm.
So, weg ist sie. Ich habe mal so eine Seemarionette draus gemacht. Aus dem Omen. Jetzt wieder zurück, oder wie? Scheint so. Einen Helm nehmen, glaube ich, ne? Nö. Ja, so, ja, das ist ja. Aber wahrscheinlich werden wir danach wieder zurück müssen, ne? Zu Print in Gortle Grimm müssen wir zurück. Diesmal ausnahmsweise mal nicht nach Neverwinter. So. Hier ist eine kleine Porthilfe. Thronsaal von Gnorto Grimm. Auf geht's. Komme. Es ist distanziert, also ich glaube nicht, dass wir da in unterschiedlichen landen. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Da steht er. Der kleine Zwergenvampir. Ihr habt ihn gefunden. Ich kann es förmlich riechen. Ihr seid ein echter Held. Ich bin froh, ihn wieder an seinem angestammten Platz zu sehen. Habt ihr diese Hexe getötet? Ja. Glaubt ihr, ihr Fluch kann gegen die Macht von Moradin, Dumathoen und Clangaddon bestehen? Ich glaube, wir können den Thron verwenden, um ihn zu reinigen. Was? Ach, den Helm reinigen. Einen Versuch ist es wert. Ich werde ihn auf den Thron legen, nur um sicher zu gehen. Ich werde eure Hilfe nie vergessen. Dank euch bin ich nun wieder der Aufseher über Gauntlegrim. Meine Drow-Vampire laufen immer noch frei herum, aber damit komme ich schon klar. Ihr solltet euch jetzt ein wenig ausruhen. Seine Drow-Vampire. Nee. Unglaublich. Ja, gut. Wenn er das dann selbst in die Hand nehmen möchte, dann würde ich sagen, gehen wir wieder, ne? Einer, der selbst tätig wird. Bin geil. Wahnsinn, wa? Ausnahmsweise mal einer, der selbst was macht hier. Dass ich das noch erleben darf. Und es portet immer noch. Ich habe das Gefühl, dass der bei mir irgendwie langsamer portet als bei dir. Schöne Musik. Ich finde den Musikstream in Neverwinter finde ich irgendwie total klasse. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Ich habe schon mal wieder aufgerufen. Ich warte noch, bis du da bist, dass du die Quest auch auf jeden Fall mitkriegst hier. Ne? Genau. Aber dürfte ja jetzt jeden Moment so weit sein. Da ist er. Ja, Ruhn ist es da. Da wollen wir mal. Candelaria ist also tot und Puent hat Brunors Helm? Ich schätze, das ist gut so. Aber ich denke, ich werde diesen Zwerg ab jetzt von ein paar Speeren im Auge behalten lassen. Puent sagt, dass er den Fluch unter Kontrolle hat. Aber nach dem, was ihr mir erzählt habt, konnte Candelaria ihn recht schnell unter ihre Kontrolle bringen. Das ist ich weiß, dass ihr schon viel für uns getan habt. Doch ich benötige eure Hilfe in einer weiteren zwergischen Angelegenheit. Einer unserer Soldaten ist verschollen. Dann, Kapitel 5 haben wir. Jetzt sollen wir einen verschollenen Zwerg finden. Ein Mitglied der Neverwinterwache ist vor einigen Tagen im Vorgebirge von Wellosk verschwunden. Er war ganz alleine unterwegs, obwohl das gegen das Protokoll verstößt. Es liegen uns einige Berichte vor, dass sich Orks dort breit gemacht haben, und ich habe einfach nicht ausreichend Männer, um eine Untersuchung sicherzustellen. Ich muss euch bitten, das Gebiet auszukundschaften. Vielleicht entdeckt ihr Hinweise auf das, was dem Soldaten passiert sein könnte. Er ist ein Zwerg mit rotem Bart namens Bonigo. Wenn er noch am Leben ist, dann bringt ihn zurück. Und wenn nicht, naja, dann wissen wir immerhin Bescheid. Wie dem auch sei, es wird sich für euch lohnen. Das sagt der. Ja gut. Ein Gold, 14 Silber, ne? Immerhin.
Und Smaragde und Saphir. Das ist viel wichtiger, die Smaragde. Ja, Veredelungspunkte. Okay. Du kriegst die Quest ja wahrscheinlich wieder, wenn wir da sind. So quasi überschrieben. Auf geht's. So, in das Vorgebirge mussten wir, ne? Genau. Auf geht's. Wir reisen in 3, 2, 1. Das finde ich ja hier eigentlich ganz gut gemacht, dass du hier nicht so ellenlange laufen musst, bis du mal irgendwo bist, sondern dass du halt direkt quasi in das nächste Gebiet reingeportet wirst. Ja, sind halt immer so kleine Abschnitte. Genau. Ja, sind eigentlich kleine Maps nur. Also es ist nicht so Open-World-mäßig aufgebaut wie andere Games, aber es hat auch was für sich irgendwo, ne? Also natürlich ist man nicht so frei in seiner Bewegung, aber letzten Endes hat es aber auch was für sich. Was liegt denn hier alles rum? Oder vielmehr wer? Noch einer. Alter, ein Schild. Andere eine Haustür draus. Oder ein Dach. Da ist noch einer. Jo. Hat mich gerade mal ein kleiner Alchemistenheiler darauf hingewiesen, dass da noch einer ist. Der hat irgendwas in die Richtung geworfen. Ist auch mal so ein netter Hinweis. Solange der noch irgendwas wirft, ist auch noch ein Gegner da. Nö, ne? Das war's jetzt, glaube ich. Das müsste es jetzt gewesen sein. Geht über die Brücke. Oh, ja, ich hänge noch fest. Okay. Oh, den ganzen Kopf. Gut. Gut. Das war eh zu groß. Ist auch noch einer. Wie sieht's denn hier aus? Normalerweise, wenn du zu sowas hinkommst, wo ist ein Wachturm, ne? Müsste normalerweise sofort das ganze Lager angerannt kommen. Wenn einer Alarm schlagen kann, ne? Wenn, aber stoppen die ja nicht. Da oben sind noch welche. Oder nicht? Nee. Hier runter müssen wir. Hier ist ein Speicherpunkt. Ah. Lagerfeuer entzünden. Ich mach das mal. Lagerfeuer entzünden? Ja. Wie, was, wo? Hier, durch die Tür. Ja, du hast gesagt Lagerfeuer entzünden. Hab ich gemacht hier. Okay. Oh, jetzt geht das hier direkt in die nächste Instanz. Auch nicht schlecht. Bosskampf. Ja. Mal wieder. Ja, so ein kurzer Kapitel. Was hat denn er? Ich mach dich fertig! Und du? So. Hoch oben, Dagger-Task. Der da noch und der da noch. Hey, schwarze Perle hat's wieder gegeben. So, das war's hier, glaube ich, oder? Ich habe jetzt hier gerade keinen. Soll ich mit dem hier reden? Befreien. Ah, losmachen. Ah, guck mal. Das war's. Jetzt reden. Was wirft der denn da? Danke für eure Hilfe. Mein Name ist Bonigo Battleaxe.
Was? Battle? Ach, Battle Axe. Ich habe irgendwas mit Battle Axe. Das geht euch nichts an. Wir sollten jetzt von hier verschwinden, bevor noch mehr dieser verfluchten Orks aufkreuzen. Ich habe ganz schöne Schmerzen. Okay. Eine Gruppe von ihnen hat ja gestern einiges erbeutet. Aber das hole ich mir zurück. Glaubt mir. Wieder Erfolg. Wenn wir irgendwie behilflich sein können beim Tragen oder so, sag Bescheid. Ja. Das war's eigentlich wieder, ne? Zurück zur Enclave, wollte ich sagen. Oh. Entschuldigung. Ich habe die schon wieder im Visier gehabt. Tief im Norden des Unterreichs liegt die Fliegen, die flüsternden Höhlen. Es wird gemunkelt, hier sei der Zugang zu Gnautogrim versteckt. Mhm. Alles auf einmal. Jau. Fällt dir gerade was ein? Meine ich irgendwas? Da zum Beispiel. Ich könnte mal eben kurz hier was nehmen. Ich habe ein Erstkäuferpaket. Da, siehst du? Ein ganzes? Ja, ein ganzes. Was gibt's denn da Schönes? Oh, ein Beutelchen. Ein bestickter, nimmervoller Beutel. Ja, da bin ich ja gespannt, ob der nimmervoll wird. So, ausrüsten. Zack. Achso, ich war ja schon da drin. Also dabei sind nur so kleine, ne? Das war ein Zweier, ja. Ja. Naja. Ein Zwölfer Beutelchen. Was war das hier? Oh. Mächtiger Stein der Gesundheit. Umlernmarke. Ach, gibt's auch noch. Und ein Schutz fünfmal für auf die Zelle. Alter, ja, Schwede, ey. Da hast du aber zugegriffen. Jetzt aber langsam dekadent hier. Ist ja Wahnsinn. Ein Schutz der Bewahrung. Ich tue das mal nach da unten. Das ist für die Veredelung. Ja. Damit sehr es, schön. Wenn es schief geht, die Materialien. Materialien, genau. Was ist das hier? Ein Kriegshund, ein Kriegshundträger, was soll das denn sein? Ein Gefährte. Oh Gott. Na, den tun wir erstmal nach unten, wa? Ein Kriegshund, oder? Ja. Sollen wir den mal auspacken? Ja, pack aus, guck rein. Mal auspacken, komm. Wir packen den mal aus. Öffnen. Kriegshund. Das ist ein Rüstungsstück. Stück Rüstung. Hier. Nee, das ist der Gefährte. Das ist ein Gefährte? Ja, in Blau. Echt? Und wir binden den mal. Brutus. Brutus, ja gut. Komm, wir nennen den Brutus. Ist in Ordnung. Ein Hund? Brutus? Du kannst auch einen Bluetooth nennen. Bluetooth. Ein Hund namens Bluetooth, jawohl. Nein, komm, wir nennen ihn Brutus. Komm. Brutus. Brutus, Bluetooth. Nein. Brutus. So. Bestätigen. Brutus, Bluetooth. Muss ich mir jetzt noch überlegen, womit ich den ersetze? Weil ich glaube, meine Gefährten waren eigentlich voll. Da. Nimm den Heiler raus, da den einen. Du hast ja einen Heiler. Ich habe einen Heiler zu viel, ja. Ich habe den hier. Den könnte ich eigentlich. Moment, auf Passiv setzen. Ne? Auf Passiv setzen. Passiv zuteilen, machen wir mal. Was? Was ist los? Was ist mit denen? Was? Zu grell? So, jetzt muss ich den irgendwie hier reinkriegen, ne? Aber rechts, weil der Hund dürfte bei den Passiven sein. Ja, das kommt hin. Da ist er. Ja. So, dann wollen wir den mal aktiv zuteilen. Nein, so oben. Alles klar. So, jetzt mal anschauen. Das Ganze. Oh, wie süß. Oh, oh. Der so Knuffi ja. Nennen können. Fluffy. Fluffy. Aber der hat keine drei Köpfe. Wie denkst du dir?
Okay. Ja gut, momentan sind wir mit dem Heiler unterwegs. Aber er hat schon mal was, ne? Der hat schon mal was. Ja, jetzt haben wir noch einen Hund dazu gekriegt. Schön. So, dann wollen wir den Belgold noch mal belästigen. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Das sagt er jedes Mal. Vielen Dank, dass ihr Bonnie gebt ihm eine Aufgabe, die viel gefährlicher ist, als durch den Wald zu laufen. Ich habe eine ganz schöne Standpauke dafür gehalten, dass er während seiner Patrouille einfach auf ein wildes Abenteuer gegangen ist. Ich mache mir Sorgen um diesen Zwerg. Ich glaube, er plant etwas sehr Unvernünftiges. Er ist ein guter Soldat und es wäre schade, wenn er aufgrund eines törichten Abenteuers umkäme. Naja, der Gefährt hat genug Erfahrung, ja, später. Bornigo Battleaxe hält sich im Treibholz auf und möchte sich mit euch unterhalten. Ich glaube, er will ein neues Abenteuer in Gang setzen. Ich befürchte, nichts wird Bornigo davon abbringen, auch alleine loszuziehen, selbst wenn ich es ihm verbieten würde. Daher möchte ich, dass ihr ihm zur Seite steht. Natürlich gegen Bezahlung. Stellt einfach nur sicher, dass Bornigo lebend zurückkehrt. Die Neverwinterwache hat bereits Linkletter wegen seiner privaten Probleme verloren. Gleiches darf Bornigo nicht widerfahren. Also ist es mal ein bisschen spendabel, weißt du? Die anderen immer, du musst mir helfen, aber ich hab nix. Ich meine, das kannst du einmal machen, zweimal machen, aber irgendwann, ne? Man hat ja auch Reisekosten. Jawohl. Was meinst du, was immer eine neue Rüstung kostet? Alte verbeult. Da kannst du ausbeulen. Das ist ein Hämmerchen. Ja, muss aber auch jemand machen. Blau bezahlt wird. Stimmt. So, was? Da sind wir jetzt hin? Brücke der schlafenden Drachen? Nö. Ich weiß nicht, ich hab das jetzt nicht mehr. Kommt mir gerade ein bisschen merkwürdig vor hier. Hä? Ja, eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Ja, der muss ja eine Aufgabe gestellt haben. Ja, durchaus, aber wo steht die? Ja, Kapitel 6. Das heißt aber zerfetzte Karten in... Hier in Ember Winter, ne? Ja, in Protector's Enclave. Da muss ich mal gucken, wo wir da hin müssen. Hier zum Tor. Nee, du hast eine andere ausgewählt. Mal wieder, oder was? Ich guck mal hin. Tagebuch. Da, zerfetzte Karten. Mantel Darris ist das. Da müssen wir hin. Wähl doch erstmal aus. Bin dabei. Schauen wir, was uns die Welt heute zu. So, jetzt müssen wir hier hin. Guck mal. Da müssen wir lang. Lass uns mal hier so ein Tierchen nehmen. Ach, hier müssen wir. Toll. Ist gar nicht genug, das Tier aus dem Stall zu holen. In die Taverne. Nicht zur Bar, geht direkt nach oben. Hier war ich doch schon mal. Da, guck mal. Da steht Battleaxe rum. Schön, euch wiederzusehen. Ihr habt mir die Haut gerettet. Vielen Dank. Ich will mir mein Eigentum von diesen stinkenden Orks zurückholen. Meine Ausrüstung ist leicht ersetzt. Jedoch haben sie etwas geraubt, was bedeutender ist. Ein Dokument, das ich unbedingt zurück will. Ein Dokument. Ja, wer weiß, was die damit gemacht haben, die Orks. Poppes abgewischt oder eine so. Eine Karte, die mich dorthin führt, wo ich hin muss. Die Orks, die wir getötet haben, haben ein Lager in einer Höhle in der Nähe. Dort gehen wir hin. Cool. Werdet ihr mir helfen, meine Dokumente zu bergen? Das wäre ein Vorurteil, ne? Und das wollen wir ja nicht. So. Ja, dann holen wir mal die Karte, würde ich sagen. Für den guten Battleaxe. Die hast du auch noch nicht, die hast du auch schon gemacht? Ja, ich habe die schon komplett fertig. Komplett fertig. Irgendwie bin ich wieder auf Stummschalten gelandet.
Also zwischendurch hat sich mein Chat-Tool hier so ein bisschen aufgehängt. Es kann sehr gut sein, dass da ein, zwei Nachrichten verloren gegangen sind. Falls das der Fall ist, wenn ihr was geschrieben habt, wo ich nicht drauf reagiert habe, bitte einfach nochmal schreiben. Zeit für eure Medizin. So, ja. Dann wollen wir mal. So, zur Karigolstraße. Ins Orglager. Alles instanziert, ne? Finde ich auch nicht schlecht gemacht. Das schlägt auf den Magen. Er ist da, Gemetzel. Wer freut sich denn da? Der Herr Gemetzel ist wieder da. Du schnetzelt es. Wir werden angegriffen. Ah. Ja. Orgpläne. Jo, lies mal. Na, ist nur neben. Nur neben, passt doch. Ja. Ja, wir haben einen Plan, haben wir jetzt. Da ist noch Gold. Und hier geht's irgendwo weiter, ne? Da. Na, sowas. Ist ja auch eine Karte. Schon aufgehoben oder? Nein, ich habe Beweis gemacht. Hier ist keine, ne? Wird nur keine sein. Ich sehe auch keine. Ich hätte es jetzt aber erwartet bei den Tischen. Irgendwo. Ich hier ist sie. Ja, dann. Ich bediene mich mal. Mach mal. Ich trete dabei mal die Tür an. Was? Huch, wer seid denn hier? Aus der Decke getropft, aus dem Boden geschossen. Da sind sie. Ey, so wie die brüllen, boah, muss ja alles zusammenbrechen. Ja. Nicht nur das, die schleichen sich an, nur um dann alles zusammenzuschreien. Irgendwie unlogisch. Wenn, dann muss man doch leise angreifen. So. Ins Auge! Oh. Was, ins Auge? Oh, wie schön. Hm? Ui, Falle. Was, wo? Aua. Falle, Falle. Ich glaube, ich bin gar nicht durchgelaufen diesmal. Aber ich nehme mal das Kärtchen so lange. Ja, jetzt bist du mal zusammen. Ja, von wegen. Irgendwie scheint mein Heiler noch beschäftigt zu sein, deswegen will der das nicht hier. Wenn mein Heiler beschäftigt ist, nicht zu heilen, darf ich die Karte nicht aufheben. Ja, kannst du doch wagen. Hallo? Heilen ist aber wichtig. Jo. So, das war die Nummer 3. Naja, so viel, wirklich viel Schaden machen die ja hier nicht, ne? Nö, nicht wirklich. Das geht ja alles noch. Ich hab da was für euch. Einmal ein bisschen AOE-Schaden. Sie dürfen jetzt umfallen. Verdammte Hacke. So, einer muss noch. Irgendwo muss noch einer versteckt sein, ne? Fliegender Teppich erhalten. Was ist denn los? Tag der fliegenden Teppiche oder was heute? Das liest du heute am laufenden Band. Hat fliegende Teppiche erhalten. Hm. Irgendwie scheinen die Würfel heute besonders günstig zu sein.
Heiltrank nehme ich mit. Na komm. So, jetzt. Da ist auch noch was. So. Ich brenne. Schon ins Feuer gelaufen. Ich habe auch noch so zwei, drei Sachen aufzusammeln, sehe ich hier gerade. Da noch. Ein Amethyst. Ein Ring. Noch was. Und noch was. Meine Güte. So. Oh. Wir werden zu den Truppen am Seichwasser stoßen. Was zum Eindringlinge? Ihr werdet ein Festmahl geben. Wie sieht die denn aus? Hä? Alter Schwede. Die hat zu tief in den Spiegel geschaut, glaube ich. Ich glaube auch. Und auch versucht mit der Nase zu sehen. Das Thema hatte ich gestern. Guck mal, das sieht fast so aus, als würde man es mit den Augen sehen. Ach ja, eigentlich habe ich noch nie was anders als mit den Augen gesehen. Die einzigen Organe, die des Sehens mächtig sind. Nee. Da ist noch mehr. So, jetzt haben wir die Dokumente auch. Jetzt müssen wir mit dem Battlex, der ist dabei. Wofür sollen wir dann sammeln? Die Karte. Und was sind diese anderen Dokumente? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass diese verdammten Dinger lesen und schreiben können. Verdammten Dinger. Auch ein kleiner Rassist, wa? Ja. Unglaublich. Es sieht so aus, als gäbe es noch mehr von diesen Orks. Und anscheinend planen sie etwas Großes. Vielleicht einen Angriff. Aber ich weiß nicht wo. Wir sollten jetzt aufbrechen. Hauptmann Belgold muss hiervon erfahren. Jo. Dann werden wir dem mal Bericht erstatten, wa? Die verdammten Dinger. Ah, ich glaube, ich habe zu früh drauf gesorgt. Meinst du? Ja. Warum? Könnte sein, dass wir wieder nicht im selben sind. Doch, doch. Dann war. Ja, dann passt das. Wir werden wohl im selben landen. Der Server macht noch nie einen denselben Fehler nochmal. Ja, ich bin da. Da bist du. Wunderbar. Passt also. Wie das fluppt heute. Ja. Kleine Startschwierigkeiten, ne? Seid aber vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Ja, wie ich sehe, seid ihr sicher zurückgekehrt. Habt ihr etwas Interessantes herausgefunden? Und ihr seid sicher, dass die Orks einen Angriff planen? Na toll. Eine Invasion der Orks ist das Letzte, was wir gerade gebrauchen können. Ich werde sofort ein paar Späher aussenden. Und vielen Dank. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, indem ihr Bonigo gerettet habt. Vielleicht wird er jetzt seinen Dienst wieder aufnehmen. Aber ich befürchte, diese Karte wird ihn auf ein neues Abenteuer führen. Ja, das ist sehr gut möglich. Sehr, sehr gut möglich. Dann wollen wir mal einmal das Seichtwasser nehmen, ne? Einige meiner Späher sind aus Velosk zurückgekehrt und die Situation dort ist schrecklich. Die Orks, vor denen ihr uns gewarnt habt, marschieren auf das Dorf Seichtwasser am Rande des Neverwinterwaldes zu. Und es kommt noch schlimmer. Sie haben sich mit einem Clan der Oger verbündet. Lord Neverember hat zugesagt, einen Trupp Soldaten zum Schutz des Dorfes abzukommandieren. Aber ich könnte ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass ihr ebenfalls helfen würdet. Bonigo ist bereits in Richtung Seichtwasser aufgebrochen, entgegen meiner Befehle. Boah, wir machen die einfach alleine nieder, wa? Oder? Ja, aber selbstverständlich. Aber lass mich da zuvor doch bitte noch einmal kurz mein Inventar auf den neuesten Stand bringen, wenn es geht. Mal kurz meine Identifikation machen. Und Veredelungspunkt. So, Gegenstände auswählen. Rüstung. Das ist sehr praktisch geworden, ne, mit dem Umwandeln, finde ich. Alles auf einmal ist auf jeden Fall sehr bequem. Ja, yeah, klar. Und du kannst es ja sogar noch abkürzen. Ich werde aber jetzt mal eben kurz... Warte mal. Eben gucken. Ich glaube, die kann ich auch schon mal umwandeln. Und die und ich dann den Rest werde ich wahrscheinlich verkaufen müssen.
Weil hier ist nichts mehr. Doch, da ist noch einer zum Umwandeln. Na, oben ist nur 8 Stück. Wo? Und wenn du die 2 Säckchen aufmachst, hast du noch ein paar mehr. Ach, hey, da ist auch noch was. Öffnen. Oh, okay. Oder sowas ist drin. Geht ja, nicht durch. Schlecht. Da, das ist noch was zum Umwandeln. Upsa. Den müssen wir uns wegpacken. Schön wegpacken. Den können wir brauchen, um unser Artefakt wieder zu... kann ich das da nicht stapeln? Ja, wahrscheinlich ist der gebunden, Charakter gebunden und der andere nicht. Account gebunden ist, ne? Ah, okay, deswegen. Das erklärt so einiges. Charakter gebunden, Account gebunden. Das ist irgendwie doof, ne? Weil es belegt immer einen Stapel mehr, obwohl es eigentlich nicht sein müsste. Das ist der gleiche Teil. Richtig, aber die haben es ja schon verkleinert. Vorher hast du für jede Art noch gehabt. Hey. Jetzt hast du nur, ich glaube, 4 für einen oder so. Dann geht's ja noch. Ah, tragbar. Da, was ist das noch? Aussehen, Änderungspaket. Das könnte sie eventuell. Ist das gebunden? Klick mal. Ja, leider. Ja, ist es. Leider, nein. Ich bin zufrieden mit meinem Aussehen. Aber sowas. Okay, dann. Rest verticken werde ich jetzt nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder los, ne? Ja. Wenn es auf der anderen Seite steht, da, wenn da direkt dahinter steht, können wir ja. Ne? Das weiß ich nicht. Ihm verkaufen. Einmal noch Seichtwasser. Seichtwasser. Nix für Boote mit großem Tiefgang. Ja, waren wir doch schon mal. Guter. Den Göttern sei Dank, ein Abenteurer ist hier. Hauptmann Belgold hatte für den Kampf gegen die Orks eine gut ausgebildete Armee angefordert, aber stattdessen bekam er nur eine Gruppe neuer Rekruten. Ich bitte euch, rettet das Dorf. Ich werde hier bleiben und den Rekruten helfen. Nun, was von ihnen übrig ist. Och, hey je. Okay, gab es da noch eine Quest? Da, großes Erste-Hilfe-Gebäude. Das können wir auch noch nehmen, ne? Und ich dachte, alle Abenteurer seien gierige Halunken. Ich danke euch. Wir können euch bei der Rückeroberung des Dorfes helfen, wenn ihr und Bonigo Hilfe benötigt. Ach was, bleib mal hier. Machen wir ganz allein. Alles, was so viel Spaß macht, machen wir lieber alleine, ne? Ja, yeah. Willst du auch ein bisschen? Sauer ein paar nehme ich mit. Okay. Die fliegen immer so schön, ne? Wo geht's weiter? Hier. Dann hatte ich da noch was. Boah. Hier geht's weiter. Ja, das scheint hier weiter. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Hier geht's los. Lass sie nicht gewinnen, hat er gesagt. So, da lebt noch einer. Oh, hier geht's weiter. Na komm. Wieder alle weg vom Fenster hier. Hier oben geht's weiter. Einmal durch die Lücke. Ist noch einer? Oh.
Habe ich nicht gesehen. Hier oben, aber mitten bis Feuer. Oh. Stehen auch noch welche. Meine Güte. Lebt immer noch. So, jetzt. Hm? Ja, er wollte nicht umfallen. Der wollte bei tun. Boah. Ist ja keine Pflicht, ne? Er darf auch stehen sterben. Sich irgendwo anlehnen und den Löffel reichen. Wie er möchte. Ja, hinfallen ist wie anlehnen, ne? Nur ein Stück später. Ja, da kann ich auch was erzählen. Ich hatte mal einen lieben Kollegen, der hatte sich so schön angelehnt, weißt du? Mhm. So mit dem Arm, so die Hand an den Kopf. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich dachte, der steht da und schaut in der Gegend rum. In Wirklichkeit war der aber stehend am Schlafen und ich klopfe ihm auf die Schulter. Oh. Er ist stehend umgekippt und dann wach geworden. Also mit der Nase am Boden angekommen. Ja. Tat mir im Nachhinein auch leid. Aber er hat zum Glück nicht mitgekriegt, dass ich ihn umgeschubst habe. Und ich hoffe, der hört gerade nicht zu. Uiuiui. Ja. Alles schon lange her. Die Rache dürfte verjährt sein dann. So, boah, liegt hier viel rum wieder. Huch, so, hier oben geht's weiter. Da ist ein Fass. Die Barrikade auflösen. Na, Gesundheit. Man rülpsen vielleicht mal die Hand vom Mund halten, also sowas. Was war das? Bin tot? Nein, du bist tot. Du hast mich mal eben aus dem Leben gepustet. Ich hol ihn mal wieder, ne? Dankeschön. Ich geh mal schon zurück hier. Der ist so irre, ist der Typ. Voll krass. Was war das? Jetzt habe ich hier so eine Art Todesmalus da, ne? Nö, weiß ich. Auf jeden Fall ist da oben Skelettkopf in meiner Leiste. Ich nehme den Hässlichen, ihr den Priester. Ah, das ist er, nimmt dich. Ey! Hör mal! So noch nicht. Ich nehme den Hässlichen, den Priester. Den habe ich auch verstanden. Oh, der ist schon weg. Dann haben wir noch den Elf Slayer. Weggesagt. Sonst sehen wir doch einen Fahrschein. Ah, guck mal, der Battle Axe wird angebetet für unsere Arbeit. Ich muss sagen, ihr kämpft ja, wirklich gut. Cool. Ich habe da auch noch eine Aufgabe, der ich mich bald widmen muss. Habt ihr Interesse? Immer, klar. Hauptsache. Keine Sorge, ihr werdet schon sehen. Wenn die Zeit gekommen ist, lasse ich es euch wissen. Wie jetzt? Hä? Erst heiß machen und dann doch nicht. Also, so geht das aber nicht, Meister. Der sagt uns nicht mehr, wen wir killen sollen, oder?
Dann machen wir erst. Mal gucken. Mal Belgold fragen. Vielleicht hat der was. Versuch's dich mal dran zu hängen. Ja, lieber ein Stück später. Das Lustige ist, dass wir ungefähr zur gleichen Zeit ankommen, obwohl du einige später partest. Ja, deine PlayStation scheint aus irgendeinem Grund schneller zu sein wie meine. Einen für den Weg. Ja, unverständlicherweise, da sie gleich sind. Und an der gleichen Internetleitung hängen. Also. Nein, nicht doch. So. Was ist der für ein Name? Tax Nüpp 719? Okay. Nicht schlecht. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. So wie es aussieht, müssen wir uns um diese Orks und Ogre keine Sorgen mehr machen. Zumindest nicht so bald. Neverwinter steht tief in eurer Schuld. Bonigo möchte, dass ihr ihn auf einem Abenteuer begleitet? Ich dachte mir bereits, dass er mit dieser Angelegenheit noch nicht fertig ist. Die Mischung aus Orks und Ogre, ne? Oder? Sind Orca. Okay. Nicht so ganz. Okay. Kapitel 8. Identität wiedergewonnen. Wollen wir? Bonigo hat bei der Neverwinterwache gekündigt. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber das kann nichts Gutes sein. Er hat darum gebeten, dass ihr ihn in seiner Stammkneipe trefft, in der Taverne Treibholz. Oh. Mir gefällt das überhaupt nicht, Abenteurer. Ich mache mir Sorgen, was Bonigo plant, wenn er all das, was er in der Neverwinterwache erreicht hat, für irgendeine Karte wegwerfen will. Bitte seht nach, was er vorhat. Ich werde ein paar Strippen ziehen, um zu garantieren, dass ihr auch angemessen für Bonigos Sicherheit entlohnt werdet. Ja, dann auf, ne? Auf nach, die war doch hier irgendwo. Die Taverne. Wo soll sie hin? Taverne in Treibholz. Ja, da muss er hinnehmen. Was, wie, was? Irgendwas passt doch hier nicht. Ach, der ist schon, der hat die Quest schon wieder rausgepfeffert. Tagebuch. Der Treibholz ist doch hier vorne, den müsst ihr ja wissen. Ja, Identität wiedergewonnen. Moment, ja, das weiß ich schon, aber ich möchte ja trotzdem die Quest eingeloggt haben. Ja. Ne, das hätte ja schon irgendwo Sinn. Ach, Quatsch. Abgesehen davon, wenn wir jetzt gleich da drin sind, gebe ich erstmal einen aus. Ah, wohl Zeit. Ja, oder sowas. Wie sieht das Gold aus? Ich wollte mal wieder so richtig schön blau sein. Oh, warte. Ja. So. Madame Rose spricht. Warte. Bring mir nach oben. Nö, komm, lass uns hier unten. Nee, oben. Na gut, dann oben. Wo ist denn der? Achso, ich sehe den ja gar nicht. Du musst ihn. Bleib doch mal hier. Hallo? Hier, bei mir ist er gar nicht. Guck mal, gehen wir da hin. Hallo. Bleib doch mal stehen. Ich hab da was für dich. So, wie ging das nur gleich mit dem Handeln? Gegenstände. Das ist eine Sache. Hä? Ja, ich glaube, du musst mich anklicken und handeln drücken. So wie du stumm stellst. Stimmt, da war was. Handel. Na. Jetzt gemacht. Ich habe dich in Gruppe eingeladen nochmal, okay. So, Gegenstand hinzufügen. Oh je, das ist jetzt schon wieder. So, jetzt aber. Und Angebot. Annehmen. So. Ja, dann mal rein damit, wa? Oh, da sind wir besoffen. Macht mir doch nichts. Und? Wenn schon, dann schon. Komm, einen kriegen wir noch hin, wa? Noch ein Bier. Los. So, betrunken sind wir auch noch. Uiuiui. Ui, ui.
Hallo Bellex. Wie geht's denn so? Meine Nachricht hat euch also erreicht. Ich habe das Abenteuer eures Lebens. Hauptsache er weiß, wo es hingeht. Dauntlegrim, Heimat meiner Vorfahren. Die Karte, die wir den Orks abgenommen haben, führt uns nach Dauntlegrim. Ich werde die uralte Stadt der Delsun besuchen und den Thron der Zwergengötter finden. Ist kein Zwilling genommen? Schon wieder nüchtern? Ihr wart in Dauntlegrim? Umso besser. Dann könnt ihr mir den Weg zeigen. Ich bin mir sicher, dort unten wimmelt es nur so von Monstern. Das wird ein echtes Abenteuer. Das werdet ihr schon sehen. Wenn wir den Thron finden, dann werdet ihr verstehen. Es wird all die Mühen wert sein. Wir werden sehen. Auf geht's. Ui, 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 ui. All die, Helga. Schlagseite hier. Ich komme. Nee, das ist die Tür nicht. Die Tür ist hier. Gut, dass man hier recht schnell wieder nüchtern ist. Uha. So, wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. In die Tiefen von Gautogrim. Gautogrim. Auf geht's. Schaber, Schaber. Wusch. Oh, ich glaube, da wollen wir hier Ärger. Hallo Mails. Was? Nö, die machen gar nichts. Guck mal. Nicht geduldet. Ja, Yashio zeigt euch jetzt, wie stark er ist. Alles gut. Ja? Einer muss. Kaum sind die Wächter weg, geht das Tor von ganz alleine auf. Na, hier wird auch noch zum Leben. Ja, sicher, wusste ich doch. Die mussten jetzt auch noch zum Leben erwachen hier. Die Eisenbrüder. Ich stehe voll. Nicht klar. Was? Ich stand zu weit weg und war am Schlagen und hab mir daneben gehauen. Das bewegt noch, ja? Jo. Und wunder mich, wieso nimmt der keinen Schaden? Naja. Ja, vor ihm rumfuchtelt, oder? Naja, zumindest könnte er entweder schwindelig kriegen werden oder vom Fien und hergucken Schleudertrauma. Eins von beiden. Hä? Ich stand noch hinter einer Säule. Wo kommen wir hin? Das hab ich mich gestern auf der Feier gefühlt. Die liefen an mir vorbei mit Essen, mit Bier, mit allem Zipp und Zupf, weißt du? Immer kreuz und quer und hin und her. Ich habe da gestanden und gedacht, wenn ich jetzt noch häufiger hinterher gucke, da nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, kriegt der ein Schleudertrauma. Ja. Oh, der ist aber zäh hier. Was denn? Gibt er noch? Nicht was Rotes, eine rote Leiche. Kann die was? Nö, ne? Nö. Doch, rot aussehen. Nö. Rot leuchten. Okay. Eisengolem. Hallo Gollums, komm erstmal mit hier. Komm mal hier durch. Nimm mal direkt alle mit hier. So, zack. Nicht kleckern, sondern klotzen, wie man so schön sagt. Naja, sind halt Eisengolems, sind ein bisschen härter, ne? Da kommt man mit einer Schnittwaffe nicht so. Nicht so weit. Mhm. Was habe ich? Erfahrungsbonus? Mhm. Hast du gerade bekommen? Erfahrungsbonus? Stimmt doch.
Level wohl ab. Cool. Ja, GZ würde ich sagen. Ups. Was war das? Moradin! Warum? Was habe ich dir getan? Ja, einen Schleuderstuhl rausgemacht oder was? Verdammte Drow-Vampire! Ah. Was machen wir denn gerade? Tanzen? Hm. Hintern an Hintern tanzen. Hä? Wieso bin ich denn draußen? Na, komm doch mal ran. Ich mach dich fertig. Tritt näher. Ich mach dich lecker bist. Hier sind noch welche, fühle ich auch für dich da. Kommt hier noch was Ernsthaftes oder? Keine Ahnung. Bleibt das bei diesem Knickerzeug? Ich meine, die fallen ja sofort um, ne? Hm. Aber. Dadurch, dass sie so von allen Seiten kommen, ne? Verrecke, Grabräuber! Ach, er wieder. Mein König? Ihr seid ein Vampir geworden, Brent. Was treibt ihr denn? Ich werde Gauntlecrim vor den verdammten Drow beschützen. Und wenn es das Letzte ist. Oh, mein Brent. Loyal bis zum Ende. Ich habe versagt, mein König. Man kann sich nicht auf einen verdammten Zwergenvampir verlassen. Brent! Immer das Selbstmitleid, wa? Mann. Nun, inzwischen ist es euch wahrscheinlich bewusst, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgegeben habe. Mein echter Name ist Bruno Battlehammer. Ich war einst der König von Gauntlecrim. Warum ich mich als Bonniger ausgegeben habe, ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie euch eines Tages, vorerst soll es aber unser kleines Geheimnis bleiben, ja? Ach, eigentlich ist es sowieso egal. Ich kam hierher, um meinen Thron wieder einzunehmen. Aber das wird wohl eher nicht passieren. Nicht? Warum nicht? Da steht er doch. Sitzt ich hin. Weiß es nicht. Der Thron hat mich verstoßen. Und ich weiß nicht, warum. Geht ohne Stimmt, mich weiter. Stimmt, da war was. Ich finde schon allein wieder hier raus. Nachdem ich meine Rüstung und meinen Helm gefunden habe. Belgold macht sich sicher Sorgen um mich. Er war so gütig, euch auszusenden, um nach mir zu sehen. Er verdient eine Erklärung. Hatte er seinen Helm nicht wiedergekriegt? Der hat mir doch geholt. Ja, aber der andere hat den gewinnt, was hast du ihm gegeben? Achso. Und der hat ihm den nicht wiedergegeben, ne? Ja, wann denn? Er hat den doch jetzt zum ersten Mal gesehen. Mann. Und ist dann weggelaufen. Unglaublich. Hier geht was ab. Stimmt, der hat den Kleine. Hat der Kleine gekriegt. Ja, dann gehen wir wieder raus. So, wir sind wieder raus, okay. Ja, wir dürfen wieder Bericht erstatten bei... Ja, ich komme. In, da war Winter. Bin Laden. Oh, yeah. Scheiße. Entschuldigung. Ich glaube, der ist inzwischen gefasst. ja. Da steht ja, wird geladen. Boah. Seid vorsichtig in den Wäldern, Reisender. Kapitel 8, wiedergeholt. Ich habe soeben Bonigo getroffen. Er hat mir alles berichtet, jawohl, wie er und ihr Gauntlecrim vom Bösen befreit habt. Schließt nach jetzt ab. Und dass er den Namen von Brunor Battlehammer ehren wollte. Er trug sogar dessen Rüstung. Ich habe Verständnis für das Bedürfnis, einen Urahnen zu ehren. Lord Nashor wird hier in Neverwinter noch von vielen verehrt. Ich kann mir nur vorstellen, zu welchen Anstrengungen ich bereit wäre, die Stadt zurückzuerobern, sollte sie jemals in Verfall geraten. Bonigo sagte mir, dass er mit euch noch ein letztes Abenteuer bestehen muss, bevor das alles vorbei ist. Vielleicht wird es der Schlüssel dazu sein, Gauntlecrim zurückzugewinnen. Man weiß nicht, man weiß es nicht.
So, dann wollen wir. Bonigo erwartet euch im Treibholz. Nachdem er mir nochmal seine Geschichte erzählt hat, fiel ihm auf einmal ein, wo er falsch abgebogen war und möchte nun, dass wir beide ihn nach Gauntlegrim begleiten. Leider kann ich meinen Posten in Neverwinter nicht zurücklassen. Selbst für eine mehrtägige Kurzreise nach Gauntlegrim nicht. Ich werde hier gebraucht, von den Bewohnern wie von den Wachen. Sprecht mit Bonigo und grüßt ihn von mir. Und viel Glück in Gauntlegrim. Viele haben es bereits versucht, aber ihr beide könntet es tatsächlich schaffen. Also, nächster Artefakt, ne? Der Helm. Der Helm ist ein Artefakt, ja. Das ist doch mal cool. Der lohnt sich doch dann wieder. Denke ich mal. So. Jetzt, bevor ich wieder irgendwo hinlaufe, wo ich nicht hin muss, werde ich erstmal wieder die Quest erstmal einen Kreis. Sehr schön. Ja, das auch. Ich habe mir gedacht, ich zeig dir mal, wo die zentrale Mitte ist hier. Nein, ich werde mal den Zwergenkönig einloggen hier. Geht gar nicht, super. Kann ich nicht. Lässt sich nicht einloggen. Aber wir müssen wieder in die Taverne in Treibholz und die ist hier, also nix will. Upsa. Noch ein Bier? Nö, ne? Nö. Ne, aber da oben müssen wir gar nicht hin. Müssen wir denn? Müssen wir hier hoch oder nicht? Die steht da raus. Ach ne, stimmt. Ist ja Quatsch. Ich habe ja die vorhandene Quest eingeloggt. Oh Gott. So, irgendwo hier, ne? Da steht er. Da ist Bruno Bettelhammer. Ihr habt es geschafft. Es überrascht mich nicht, dass Belgold es nicht geschafft hat. Aber ich dachte, ich sollte es zumindest versuchen. Ich denke, ich weiß jetzt, warum mich der Thron verstoßen hat. Es ist wegen Brent. Er ist hier in Gauntlegrim verschollen. Mein letzter treuer Gefolgsmann ist weg und ich muss ihn finden. Was für ein König wäre ich, wenn ich meine einzige treue Wache dort draußen allein ließe. Wir müssen nach Gauntlegrim und Brent retten. Das ist doch mal eine gute Einstellung. So, noch mal beten. Wenn ich hier schon am Kamin stehe, wollt's auch noch mal? Ich kann unterwegs beten. Brauchst du nicht mehr. Du bist auch Premium jetzt, oder nicht? Ja, allerdings. Brauchst du nicht mehr hier stehen. So, ich habe mir gedacht, wenn ich sowieso schon mal hier stehe, kann ich auch beten, oder nicht? Ja, klar, wenn man stehst, aber normal kannst du auch unterwegs machen. Ich habe da jetzt gerade erst wieder dran gedacht. So, ja, jetzt scheint es, ich habe die Quest immer noch nicht drin eingeloggt. Warte mal. Mal kurz gucken, ob ich die jetzt bekomme. Jetzt, wo ich hier drin bin. Immer noch nicht, siehst du? Also, bin mal gespannt. Wir müssen wahrscheinlich zum Tor. Mal gucken, was dann so kommt. Wir werden ja wieder ein paar Möglichkeiten angeboten kriegen, wo man hinporten kann. Einen für den Weg. Einen für den Weg? Achso. So, einmal nach hier. Und dann schauen wir mal. Thron von Gauntlegrim, ja. Die ist wohl die einzige Möglichkeit jetzt, ne? Dann lass uns da mal hin. Wir könnten da mal hin, ja. Ja. Scheint passend zu sein. Können auch so ein bisschen porten. Einfach mal so hin und her. So. Gegend anschauen. So schön ist der Ladebildschirm nicht. Da steht er ja. Mal schauen, was er zu erzählen hat. Wir müssen Brent finden, damit wir ihm im Kampf gegen diesen Fluch helfen können. Er ist in die unteren Tunnel gelaufen. Wir sollten dort mit unserer Suche beginnen. Der Fluch hält ihn am Leben. Wäre schlecht, wenn du ihn mir wegnimmst.
Naja, gut. Finden wir meinen Gwent. Sein Gwent. Naja. Inniges Verhältnis, würde ich sagen. Sehr witzig. Da ging's raus, hier geht's runter. Da liegt irgendwas. Ein erschlagener Krieger. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg, sagt dieser Krieger. Also sagt es uns, dass der Krieger da liegt. Ich werde euch. Komm mal dazu, ne? Mich aber wegmachen. Wie immer du möchtest. Zeit. Wollte nicht stören, aber. Musst du sterben? Lust auf ein kleines Sterbchen? Nö, ich nicht. Er da. Ne, die, meine ich. So, weiter geht's. Und da ist noch eine Erfahrungsbelohnung. Wo? Sehe ich gerade da oben. Jo, du ab. Komm ich so hin, ne? Ja. Oh, Kraftpunkte. Wow. Und 5 Perlen. Das ist ja mal cool, wa? Kraftpunkte sind immer gut. Jo. Machst du irgendwas auf 4 jetzt? Ja, ich habe 3 Sachen, habe ich jetzt bereits auf 4. War ja schon, ja. Mal gucken, was ich jetzt dann auf 4 baue. Da kannst du mal jemanden gehen auf die Welt. Dann mache ich kurz das Gameplay. Oh, hey je, auch das noch. Muss ich mir erstmal überlegen, was ich dann nehme. Ja, so viel hast du ja nicht mehr über dann. Ja, schon stimmt. 3 hast. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl sehr wahr. Die Krieger sind da. Oh ja. So, weiter geht's. Was sich wohl hier wieder befindet. Zwergischer Idiot. Was? Werft ihn in die Lavagrube. Und dann nehmt euch Gauntlegrim. Ihr also. Werdet weder meinen Prank noch mein Gauntlegrim anrühren. Widerliche Drow-Hexe. Och. Sie nieder, macht sie nieder. Denn Tothexen singen keine Lieder. So. Ja, nun ist sie, ne? Weg von der Seeluke. Ne, da hinten. Da hinten, der hat sich so irgendwie so eine Lichtsäule reingeportet.
Wir haben es gleich. Ja. Hast du geschafft? Hast du ja, so gut wie, ein bisschen. So, weg ist sie. Brown, deine Zeit ist um. Nefeshni, ich beschwöre dich. Das noch. Hätte ich mal zuerst ein Pflaster um den Mund geklebt. Verdammt. Huch, was ist das denn? Uiuiui. Das ist aber lustig. Habe ich den jetzt verflucht oder nicht? Alter. Schaden machen. So. Ah, hier. Den Mann wieder aufheben. Mensch. Eines Tages rette ich euch den Hintern. Versprochen. Lasst uns zum Thronsaal zurückkehren. Ja, zurück zum Thronsaal, sagt er. Eines Tages will er uns den Hintern retten. Wer denn? Ja, hoffen wir mal. Soll sich kein Zwang antun, ne? Vielleicht braucht man das ja mal. Wer weiß. Aber ob er dann in der Nähe ist. Da, guck mal. Da sitzt da rum. Der Thron lässt ihn wieder hin. Ihr habt euch wacker geschlagen. Es hat Spaß gemacht, an eurer Seite zu kämpfen. Wie ihr seht, hat der Thron mich wieder akzeptiert. Selbst wenn ich Prent nicht gerettet habe, weiß Moradin doch, dass ich es wollte. Der Thron hat ein Geschenk für euch angefertigt. Eine Kopie meines berühmten Helms. Behandelt ihn gut. Es gibt hier noch mehr zu tun und ihr könnt sicher sein, dass ich eure Hilfe erneut benötigen werde. Tatsächlich habe ich bereits jetzt eine neue Aufgabe, wenn ihr wollt. Ich hoffe, der Helm, den wir kriegen, der hat zwei ganze Hörner. Eieieiei. Also, nach Mental Dereth steht da jetzt. Es gibt da noch so einiges, das mir Sorgen bereitet und bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte. Kurz bevor wir aus dem Treibholz sind, hätte ich schwören können, Regis dort gehört zu haben. Der alte Kumpel treibt sich bestimmt auch um diese Zeit darum. Könntet ihr nachsehen, ob er sich in der Taverne aufhält? Wenn ihr ihn findet, dann sagt ihm, dass Bru nur zurück ist und einen fähigen Halbling an seiner Seite braucht. Rings der grinsenden Ponys? Hm? Auch ein geiler Name. Okay, ja dann. Will ich mal ganz kurz einen Blick werfen hier. Sollen wir den vielleicht schon mal fertig machen? Müsste gehen, ne? Du brauchst mal ausrüsten. Mal ausrüsten? Guck mal hier. Jede Menge Platz da. Boah, aber sowas von. Guck mal. Ja, kann nichts rein. So. Ja, das ist doch schon mal geil. Wo ist denn jetzt der andere Helm geblieben? Ein anderer Helm? Ich hatte doch einen auf, oder nicht? Nee, der Artefakt hat nichts mit dem Helm an sich zu tun. Stimmt, da war was. Da war wieder was. Lass mich mal ganz kurz hier in den Charakterbogen hineinschauen. Da wird der Helm. Ja. So, soll ich schon mal veredeln? Geht das? Klar geht das. So. Nee, geht nicht so ganz. Da müsste ich erst was für besorgen. Also okay. Ja, gut. Na, immerhin. Das hat was. So. Da war dann noch irgendwas, was ich machen sollte.
Kraftpunkt wolltest du vergeben. Den Kraftpunkt vergeben, richtig. Das hättest du schon gemacht, während ich auf Toilette war. Nö, ich habe ein bisschen weiter gekämpft. Also. Ich wollte erstmal da durch. Ja, tödliche Flamme habe ich schon noch 4. Ein Brut von Hader eventuell noch. Hast du schon alle, die du so am häufigsten benutzt? Eigentlich. Tödliche Flammen benutzt du sehr häufig. Hast aber schon 4. Habe ich schon noch 4, genau. Was benutzt du? Ja, den noch nicht. Welchen? Hast du den schon? Den nutzt du ja auch sehr häufig. Höllische Ablehnung? Stimmt eigentlich. Nee, den habe ich noch nicht auf 4. Ja, dann mach den, weil Feuerstrahl nutzt du auch sehr häufig, hast du auch schon. Mhm. Was war das jetzt? Oh. Höllische Ablehnung. Okay, dann wollen wir mal. Kraft zuweisen? Nee. Nicht zuweisen. Nee, das war Blödsinn, ne? Kraft aufwerten. Kannst du momentan nicht. Ja, dafür. Muss man einmal ausmachen und mal reingehen. Ach, Jesus Maria. Okay, dann nochmal. Oh, jetzt geht das aber. Da ist er. Aufwerten. Jetzt geht's, jawohl. Super. Ja, manchmal geht das nicht, ne? Das ist irgendwie buggy so ein bisschen. Solange man es einfach zumacht und wieder aufmacht und damit gelöst ist, ist egal. Das ist wohl wahr. So, nochmal mit dem Battlehammer sprechen und dann gehen. Wieso? Achso, schon. In Gauntlegrim gibt laut, ob ihr mir helft. Und dann gehen. So, dann gehen wir. Wohin? Da lang, ne? Hier durch. Nimm das doch, ja. So, zur Protectors Enclave, bitte. Da müssen wir dann ins Gasthaus, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Weil ich glaube, nochmal Bericht erstatten müssen wir jetzt nicht. Bei den States sind wir, glaube ich, hinaus. Zeit für eure Medizin. Sagt der so. Muss ich mal eben kurz noch anmelden. So wie ich will, nicht so wie ich will. Das ist natürlich blöd. So. Seht ihr sonst den Chat nicht, wenn ich das hier nicht aufhabe? Verstehen muss ich dieses Programm nicht. Ich bin die Heilung. Jetzt aber. So, also. Sicher wieder, wer was schreibt hier. Wir müssen. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Belgold, der hat bestimmt nichts für uns, ne? Seid vorsichtig in den Wäldern, doch, Reisende. Da! Der Zwergenkönig erneut spielen, wieso? Ja, kannst du nochmal spielen, wenn du willst. Boah. Warum? Klar. Haltet ihr eine geringere Belohnung? Jedoch könnt ihr die Leistung erneut erhalten. Ich wüsste nicht wofür. Nee. Wir haben die Questreihe jetzt durch. Was hatten wir denn jetzt noch im Angebot hier? Du musst erstmal, wir sind noch nicht durch, du musst erstmal in den Dings zurück. Ich bin schon im Treibholz drin. Ah, geht das da noch weiter? Ich meine auch, er hätte gesagt, wir müssen in die Taverne, ne? Richtig. So,
Dann gehen wir noch mal nach oben schauen. Nee, ich glaube, diesmal war das Keller da unten. Meinst du? Ja, ich meine, ich muss dann in den Keller hin. Wie schön ist, dass man das halt nicht so genau sehen kann, ne? Lass uns mal im Keller schauen. Huch, Tatsache. Drist, wie es scheint, ist unser Freund hier. Huch, der leuchtet so. Strahlemann. Also was? Es ist gut, euch zu treffen, Abenteurer. Mein Name ist Drist D'Urden und ich habe von Regis schon viel über eure Abenteuer gehört. Ich glaube, ihr kennt ihn unter dem Namen Spinne. So. Aber ich komme direkt zur Sache. Eine große dämonische Armee hat das Unterreich angegriffen. Es sind nicht viele Details bekannt, aber eine Sache ist gewiss. Demogorgon, der Prinz der Dämonen, ist unter ihnen und verbreitet im Unterreich Angst und Schrecken. Wir werden ihn töten. Okay. Wir werden in Mental Dareth, einem geheimen Handelsposten im Unterreich, eine prächtige Armee aufstellen. Regis hat uns freies Geleit von und nach Mental Dareth organisiert. Wie ich gehört habe, ist das nicht so leicht zu bewerkstelligen. Ich werde dort unser Führer sein. Mein Name ist Drist D'Urden und ich habe von Regis schon viel über eure Abenteuer gehört. Ich glaube, ihr kennt ihn unter dem Namen Spinne. Wenn mein Plan funktioniert hat, wird Brunner mittlerweile meine Nachricht erhalten haben und uns dort treffen. Wenn wir beim Handelsposten angekommen sind, können wir uns mit der Strategie befassen, mit der wir Demogorgon zurück in den Abgrund verbannen werden. Wenn ihr bereit seid, markiere ich auf eurer Karte, wo wir uns treffen, um unsere Reise ins Unterreich zu beginnen. Digga, bist du jetzt fertig mit deinem Vortrag? Meine Fresse. Der hört ja gar nicht mehr auf. Hammer. So viel Text stand doch da gar nicht. Okay, dann müssen wir jetzt... Was müssen wir jetzt? Das kommt davon, wenn man so gut aufpasst, was man da machen muss. So, da müssen wir hin. Das sollte er Zeit verlieren. Okay. Raus hier. Ich glaube, das kriegen wir noch so hin, dahin zu porten, ne? Ja, ich denke, das kriegen wir hin. So, gerade noch so. Bis zum Tor, den Weg kenne ich mittlerweile. Wenn ich mich anstrenge, ich auch. Oh Mann. Das Black Lake Viertel war eins der Wohnsitz der schönsten und reichsten. Zeit für eure Medizin, ne? So. Dann wollen wir mal in. Steht das Unterreich, das wird es aber sein, ne? Mhm. So. Das ist doch Mental Dareth. Auf geht's. Stimmt, das waren ja Bereiche mit mehreren Gebieten, teilweise. Komisch, da portest du jetzt nicht automatisch mit. Nee, das ist ein ganz normaler Bereich. Wo das kommt jetzt gar nicht so. Jeder selbst. Ja, ich finde das ja total cool gemacht, ne? So mit der Höhle und dem da drin Drift, alles aufgebaut, so, ne? Mit Regis und meinem Lieblingsabenteurer. Ich habe einen netten Platz in der Taverne. Lieblingsabenteurer. Oder sehen, was davon übrig ist. Erst ein Krug Bier, dann muss der Dämonenlord dran glauben. Toll, die wollen auch saufen. Noch ein Bier. Mein Zorn wird gefallen. Mhm. Wartet auf mich. Pass nicht schnell. Auch Bier. Na super. Da ist er. Ist denn das? In Mantle Dareth müsst ihr auf der Hut sein, Abenteurer. Wir sind hier tief im Unterreich und die Regeln der Oberflächenwelt sind hier weit weg. Ich bin seit ein paar Tagen hier und kann euch sagen, dass hier so gut wie jede Ordnung zusammengebrochen ist. Ich werde euch mehr darüber berichten, was hier vor sich geht. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann erzähl mal.
Das ist jetzt wie eine Wiederholquest, ne? Das ist jetzt mal wieder... Fängt jetzt wieder an. Die Geschichte geht jetzt quasi erst weiter. Ich weiß nicht, ob du die schon gemacht hast. Ja, und erstmal so weiter ja noch nicht. Die fünf Fraktionen fragen mich unentwegt nach der Hilfe der Gefährten und des legendären Abenteuers. Wenn ihr uns bei unseren verschiedenen Problemen helft, dann winken euch reichliche Belohnungen. Die Schwertkünste verteidigen, oder? Überall in der Schwertküste gibt es Ärger. Dämonen, Drow und Kultisten verbreiten Angst und Schrecken. Und die fünf Fraktionen brauchen eure Hilfe, um sie aufzuhalten. Sie haben eine lange Liste mit Orten, an denen sie auf eure Unterstützung hoffen. Seid ihr bereit, ihnen zu helfen? Ja, durchaus, durchaus. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, da hinzupacken, wo sie hingehört. Nämlich in den Fokus. Hatten wir nicht Prophezeiung? Guck mal, Prophezeiung des Wahnsinns haben wir auch noch drin. Ja, das ist eine Fünfer. Ja, ich sehe das schon. Ich versuche mal, die Schwertkünste verteidigen einzuloggen jetzt. Das macht er nicht. Warum nicht? Kannst du die einloggen? Versuch mal. Einer von uns kann das bestimmt. Eine von denen da oben, ist egal welche. Ja, super. Jetzt kriege ich den auch angezeigt. Tja, wie geil ist der denn? Ah, Mann. Nee, nicht wirklich. Ich soll woanders hin. Siehst du das? Ich führt aber, lauf du mal vor. Ich. Ja, du musst runter wieder zum Wasser. Ja. Ja, dann mache ich das mal. Ja, manchmal ist das ein wenig nervig, wenn du in der Gruppe spielst, dass er dann die Questpfade nicht richtig anzeigt. Das ist sehr schade, aber es ist manchmal so. So, wieder woanders importen, nehme ich an. Ja, du musst Protect aus Enclave. Mach mal. Schwertküste verteidigen war da, glaube ich. Ich habe hier Mount Hottentot draufstehen. Ach, du kommst da direkt hin? Ja, dann baut er mal rein. Steht hier. Nur ich hab's halt nicht in der Quest, weil ich das so halt nicht angezeigt krieg. Okay. Ist mein Bäcker und Brauer. Ich könnte ja mal den Heiler eben wechseln. Gegen den Hund. Hm? Ja, kannst du machen. Dann kann ich den mal so ein bisschen. Schwertküste verteidige Ruke. Piraten, Kultisten, Heule. Ausbilden. Pirate Sky holt man sich hin. Achso, ich muss ganz was anderes machen. AG. Warum dieses? Ich muss dahin. Wie denn dieses? Ja, weil ich eine andere Aufgabe gekriegt habe. Ach so? Die sind ja komisch hier. Ja. Dann ist das so. So, ich mache mal eben hier den. Ich lasse den mal eben kurz die Ausbildung beginnen. Ich glaube, ich lasse den die Ausbildung noch nicht beginnen, erst wenn wir fertig sind. 19 Stunden Ausbildung. Er bleibt erstmal, wo er ist. Joi. Es ist immer schön, weil ich kriege die Quest nicht eingeloggt. Super. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so witzig. Woher soll ich denn wissen, wo ich hin muss, wenn, ne? Mental Damage. Kein Questpfad gefunden. Also irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier komisch. Wir kriegen dann, gehen wir mal hoch. Wo hoch? Hier auf die Schwertküste verteidigen. Muss ja noch mehr stehen. Ist nichts. Besiegt Gegner in einem vorgegebenen Bereich. Ja. Mount Hottentot. Das ist da, wo du jetzt bist, ne? Nee, das ist da, wo du bist. Nee. Quatsch.
Also irgendwas ist hier gar nicht mal so gut. Ich glaube, wir sollten einmal die Gruppe aufmachen. Vielleicht habe ich dann wieder eine einigermaßen reale Chance dazu. Irgendwas ist hier komisch. Immer kurz die erste schon gemacht. Okay. So, dann versuche ich es jetzt nochmal, die Quest einzuloggen hier. Jetzt habe ich die Gruft der Neuen oben, die ist eingeloggt. Jetzt kann ich den Questpfad auch einloggen, siehst du? Also irgendwie sehr merkwürdig. Ja, das könnte jetzt sein, weil ich eine andere Aufgabe gekriegt habe. Ja, das hat aber generell irgendwie schwer geklappt zwischendurch. Die ganzen letzten Quest-Steps hat es ja schon nicht mehr geklappt. Ne? So ist das wohl. Ist aber auch schön, ne? Du kommst mit einer Gruppe hin und er trennt die erstmal. Schickt die alle unterschiedlich. Das ist ja nicht mal Teamplay. Yeah. Hier geht's runter. Hedliffs Garten. Da war ich doch schon mal. Was? Hä? Da muss ich hin? Ah, guck mal. Den muss ich jetzt verteidigen. Dieser Baum versinnbildlicht das neue Leben für Hotenau. Wir werden nicht zulassen, dass er zerstört wird. Nö. Ach, das ist wieder Onkel Nox. Na denn? Und du? Ach so, das ist der Garten. Ja, sowas. Werde zu Asche. Werde zu Asche. Erst ihr werdet brennen und dann werdet zu Asche. Die können sich auch nicht wirklich entscheiden hier, ne, was sie möchten. Doch das Gefühl, ich mache jetzt einiges mehr Schaden mit R2. Also, doch, man merkt es, man merkt es. Da ist ja noch einer. Das ist ja wie bei dem Sponsor und Terrenzhilfe. Die warten alle alle brav am Rand, ne, bis man mit der einen Welle fertig ist und dann kommt die nächste. Das ist sehr brav. Ja, ja, finde ich auch, ne? Ich finde das super. Ist noch was. Abwehren 66%. Yeah. Haben wir geschafft. Oh, du darfst Geiselnehmer der Wolkenfelsen. Ja, ich bin schon fertig.
Uiuiuiui. Meine Aufgabe ist erledigt, der Kollege. Jetzt wirklich? Ist ja Wahnsinn. Ich gehe schon mal abgeben, oder? Ja, ja, ja. Mach das mal. So, jetzt muss ich da noch irgendwen, was das denn? Na so was? Uiuiuiui. Ein schön fettes Moped hier, ne? Oh ja, der teilt aber aus, ne? Ja, der hier? Ja. Geht so. Der muss erst mal treffen dafür. Oh. Das war gut. Ja. Manchmal. Er hat ja auch einen Heiler dabei. Ich habe einen Heiler dabei, das geht schon. Ach, was? Oh! Ich sehe rot. Ich sehe auch rot. Ich sehe tot. Oh, verdammt. Boah. Ja, er geht wohl nur erlösen. Uhu. Ihr seid verletzt. Wie jetzt wirklich? Bin ich nie drauf gekommen. Alter, jetzt kommt der hier hoch. Wer? Hey, komm her, du Kalkleiste. Hopp. Ja, wirklich. Krasser Typ. Oder? Voll. Aber voll krass. Ja, doch. Der hat ein bisschen Schaden gemacht. Ein bisschen. Wenn man sich da bei ihm im roten Bereich rumtreibt, dann ist das so. So, Verteidigung der Natur abgeschlossen. Das ist schön. Wo muss ich denn jetzt hin? Steht jetzt zurück wieder zum Battlehammer. Steht das irgendwo? Steht auch, wie ich da wieder hin zurückkomme? Komme ich nicht durch, okay. Ob das irgendwo steht, kann ich dir nicht sagen. Ach, hier, durch. Mein Gott. Mein Gott, so schwer ist es doch nicht. Das schlägt auf den Magen. Nun trifft die Beine. Und es ist immer noch eine Katastrophe. Ein Naturpaket gefunden, Herrsch. So, wo geht's denn hier weiter? Da. Hep, hep. Zu Battlehammer zurückkehren, dann machen wir das doch. Da gibt's doch bestimmt auch was von Razzifarm. Einmal den Elch bitte. Dann sind wir ein bisschen schneller. So, einmal hier mitten durch. Durch die Viecher wieder. So, hier muss es durch. Hier muss er durch. Na komm. Jetzt. Zurück ins Unterreich, wie es aussieht. Ja, zurück zum zur Schwertküste. Natürlich. Wollen wir mich mal dahin lassen, oder? Ich könnte sogar eine zweite Aufgabe. Geht nicht, guck mal. Direkt übernehmen. Da oben, Mantel dort. Zur Schwertküste darf ich nicht. Die Schwertküste bist du ja auch. Da bin ich ja gerade. Okay. Oh Mann, so spät schon. Ja, echt, ja. Oh.
Zeit für eure Medizin. Schon wieder Medizin andrehen. So, dann. Da geht's durch. Klingt bei dir aber auch nicht so gesund. Nö, die sterben. So. Da oben. Ihr habt da draußen gute Arbeit geleistet. Die Gegend sollte nun wieder etwas sicherer sein. Wenn ihr nach einer weiteren Herausforderung sucht, hab ich genau das Richtige für euch. Ach so? Danke für eure Hilfe. Je mehr wir den 5 Fraktionen helfen, desto mehr Unterstützung werden wir an Gauntlegrim erhalten. Mein Königreich ist auf jede einzelne Ressource angewiesen, um wieder zu erstarken. Und ich bin bereit, alles zu tun, was dafür nötig ist. Okay, jetzt hätte ich wieder Schwertküste verteidigen. Ja, zweiter. Ja. Darfst du auch nochmal? Ich darf auch nochmal dabei. Okay. Und die Läden von Gottelgrün. Hast du die auch bekommen? Ich habe eine andere Aufgabe, wenn ich so möchte. Schwertküste verteidigen, aber diesmal Enclave. Ich habe eine meiner Schmiede aus Gottelgrün mitgebracht, bei dem er nicht benötigte Vorräte gegen Waffen und Ausrüstung eintauschen könnte. Achso, das erste gibt, glaube ich, die Geschichte einfach mal, was er so bei sich hat. Ich habe die mal mit angenommen. Ich bin da schon ein bisschen weiter in der Geschichte. Ja, ich habe die mal mit angenommen. Ich werde dann jetzt aber erstmal die eine machen und die andere können wir dann wieder zusammen machen. Dann. Genau. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal die Schwertküste verteidigen. Genau, das will ich als erstes tun. Und dann kümmern wir uns um die andere. Dass eine wiederholbare ist, wirst du die wahrscheinlich ewig wiederholen können. Ja, jeden Tag eine normalerweise. Ja, aber wir haben ja jetzt schon die zweite, also sollte sich jetzt hier um einen Bug handeln, ist das ein sehr interessanter. Wenn er dafür sorgt, dass man die tägliche Quest hintereinander wegmachen kann. Na komm. Warum kann ich den jetzt nicht so hinporten, hallo? Muss ich das verstehen? Ja, nur noch mal hingehen. Manchmal voll ist da, dann geht nichts. Ja. Jetzt. Meine Güte. Ja, stehen manchmal viele vor. Deswegen. Ja, ja, das ist schon so. Ab ins Unterreich, ne? Mente deres. Also, Jungs und Mädels, also wirklich, jetzt wird's interessant. So, Schwertküste bitte. Tick, 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 also einer. Wo muss er hin? Hast du mal geguckt? Das heißt immer Schwertküste verteidigen, aber es gibt Protectors Enclave, muss er hin. Ein bisschen genauer lesen. Würde mir ganz gut stehen, ja. Da musst du das machen, was ich machen muss. Echt jetzt? Ja, einfach alles mal zusammenziehen und dann. Da hoch interessant hier. Hoch interessant. Heute back ich, morgen brau ich. Schon wieder backen und brauen hier. So, nimm. So, einmal hier lang, einmal dort lang, hier durch. Oh. Mal gespannt, wo es jetzt hingeht hier.
zum Wagen jetzt. Zu dem Wagen. Sehr cool. Noch erledigt. Die Schwertküste verteidigen. Ja, dann. Passt auf euch auf, Abenteurer. Ja, das sieht doch danach aus. Sieht nach Spaß aus. Einmal hier. Stirb wohl. Lass das. Na toll. Kaum sind die Mobs tot, rennen die Soldaten weg. Hä? Müsste eigentlich andersrum sein, ne? Puh. So Mundgeruch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, weg damit. Aber das mit dem Zusammenziehen ist nicht. Da liegt noch was und da liegt noch was. So, weiter im Text. Da noch einer. Ui, er geht auf die Mitte. Jupp, ein bisschen. Das macht der Mundgeruch, weißt du? Das benebelt so ein bisschen. So. Und irgendwo geht es weiter, da unten zum Beispiel. Ist ungefähr hier. 1, 2, 3. Okay. Die konntest du vorher sonst immer nur einmal am Tag machen, jetzt kannst du die wohl. Ja, das meinte ich. Deswegen sollte man da vielleicht gleich mal jetzt Schluss machen. Und dann wirklich auch die andere Questreihe dann weitermachen, wenn ich gleich hier die Viecher getilgt habe. So lange kann es dann wohl nicht mehr dauern, denke ich. Bis ich hier durch bin. Ja. 10 Stück brauche ich. So, da geht's durch. Machen wir hier weiter. Au. Ach, und lass das doch hier. Ist denn das wahr? Hallo? So, weitermache ich Kämpfe mit dem gleich wirklich in Neverwinter weiter. Die sind krass drauf. So. Noch welche. Mein Heiler hat sogar schon fertig. Neverwinter-Angreifer besiegen, na gut. Auf geht's. Hepp. Jetzt bin ich gespannt. Bin bei 6 von 10, aber ich glaube, ich habe schon mehr gekillt. So, dann geht's weiter da oben. Ungefähr da. Die anderen sind schon platt. Wir müssen noch 3 Mobgruppen stehen, hoffe ich. Ansonsten wäre es ein bisschen doof.
Also, es geht einmal hier. Ne, da geht's hoch. In die Richtung. Da muss noch irgendwo was sein, nach da hinten. Da versteckt sich noch eine Gruppe. Und links versteckt sich noch eine Gruppe. Weiter da vorne habe ich gesagt, ne? Hier. Da in der Ecke wartet noch was. Zwar nicht mehr viel, aber dann haben wir es. Da wahrscheinlich gleich noch so ein Endgegner, ne? Mach mal das. Dann bin ich fertig damit. Uiuiuiui. Also ist das so eine Art Endlos-Quest momentan, ja? Diese Kampagne geht ja weiter. Du musst ja dann, ich glaube, 5-mal sowas musst du machen, dann geht die Geschichte ein Stück weiter, dann 10-mal, dann geht wieder ein Stück weiter, dann 15-mal. Ja, das kennen wir schon. Dann geht es wieder ein Stück weiter, dann 20-mal. Ja, und vorher brauchtest du dann 20 Tage, um 20 solche Stücke mal zu machen. Weil du konntest die Quest nämlich nur einmal am Tag machen. Das finde ich aber sehr human, dass das jetzt anders geht. Ja, jetzt kannst du es 20 Mal direkt hintereinander machen. Ne, vielleicht haben sie die Kosten ja auch reduziert. Vielleicht brauchst du jetzt nicht mehr ganz so viel. Für was? Diese Verteidigungsdinger. Vielleicht brauchst du jetzt nur noch 10. Und kannst dann in der Geschichte weiter fortschreiten. Das ist eine sehr gute Frage. So, 3, 2, 1 und go! Komm. Helix und Xirtul. Weg da. So. So, Nummer 1 erledigt, Nummer 2 fehlt noch. So, das war der Big Boss. Und nun? So, jetzt geht's zurück. Zu Battlehammer zurückkehren. Battlehammer. Wow. So, ich würde auch sagen, Battlehammer, da können wir dann noch eine, den einen können wir noch dranhängen, würde ich sagen. Dann würde ich es aber auch bevorzugen, so langsam aber sicher hier zu schließen. So, einmal zum Unterreich und zur Mentoderis. So, ab zu Battlehammer, würde ich sagen. Ey, der ist schneller als ich. Der will ein Rennen. Ich hab's gar nicht, gesehen. Ich bin schneller, weil ich stehe schon da. Ja. Nee, der Typ mit dem Dinosaurier, der wollte ein Rennen, hast du nicht gesehen? Mit dem kleinen Scheißer? Klar. Ihr habt da draußen gute Arbeit geleistet. Die Gegend sollte nun wieder etwas sicherer sein.
Wenn ihr nach einer weiteren Herausforderung sucht, habe ich genau das Richtige für euch. Die nehme ich nicht nochmal an. Jetzt lade ich dich erstmal wieder ein. Das wäre nett, ja. Das wäre nett von mir, wenn ich das machen würde. Ne? Ja, aber sowas. Finde ich auch. Soll ich mal annehmen? Ja, komm. Mach mal. Mach mal, nimm mal an. So, dann werde ich jetzt mal kurz ins Quest-Tagebuch schreiten. Und was hast du denn da jetzt noch vor eine gehabt? Die Läden von Gauntlegrim. Gauntlegrim. So. Hier, die da. Aha. Ne, müssen wir mal gucken, was es da jetzt so gibt, zu tun gibt. Achso. Wie? Was? Einmal zu dem hier? Ihr habt die Vorräte, ich habe die Waren. Was benötigt ihr? Du? Da soll ich aber hin, oder? Da ist noch... Ja, doch. Hier hin? Da. Da soll ich hin. Mit dem Lieferanten. Ja, pass auf, ich werde dir mal sprechen, hier... vielleicht muss er also, da durchwählen. Wonach sucht ihr? So, haben wir das jetzt? Hat das gereicht? Nö. Ich soll mit dem Lieferanten sprechen. So, habe ich getan. Mal gucken. Ne? Das reicht immer noch nicht. Oh Gott. Was soll ich denn mit dem bequatschen? Solltest mal in die Quest schauen. Vielleicht steht da noch was. Steht da ja. Mit dem sprechen. Nee, in den Details. Ja. Was er so hat, ja, muss er durchblättern. Eieieiei. Laden und jetzt R2 oben. Mal gucken. Er hat dann noch Waffen, dann noch mal einen weiter. Ja, sollte jetzt eigentlich rein. Schön, dass er das hat. Haha, von wegen. Von wegen immer, von wegen. Hey. So, warte mal. Rede du mal mit dem. Vielleicht geht's dann. Da nochmal. Halt mal bei mich selber reden hier. Nicht ein Hexenmeister, Waffen, sonstiges. So, ansehen. Zur Vorschau, wieder raus. So, jetzt aber, ne? Ich hänge fest. Oh. Oh. So. Also ich würde die Quest vorsichtshalber mal beenden jetzt. Weil das hat so wohl wenig Sinn. Ich werde die Quest mal eben rausschmeißen. Ne? Tja. Ja, bringt ja nichts. Ja, weiß ich nicht. Nehmen Sie noch, ich habe sie leider nicht mehr. Nehmen Sie noch mal neu an, vielleicht geht sie dann. Weil die ist ja von ihm hier. Obwohl, jetzt ist sie weg. Da stand sie. Na gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier aber auch einiges geschafft heute wieder. Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt auch so allmählich dann mit Beendigung dieser Quest, auch wenn es nicht funktioniert hat, das Ganze hier schließen.
Und ich wünsche euch allen, die hier zugeschaut habt, erstmal recht herzlichen Dank, dass ihr da wart, einen schönen restlichen Sonntag. Wir sagen an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal.